Liebe Juliana Ströbele-Gregor, liebe Geschwister von Christian, liebe Freundinnen und Freunde, MitstreiterInnen, WeggefährtInnen, liebe politische UnterstützerInnen und natürlich auch politische Feinde. Ich glaube, davon gibt es sicherlich hier auch einige. Seien Sie und ihr alle ganz herzlich willkommen. Wir feiern das Leben von Christian Ströbele, feiern das Leben eines Mannes, der so vieles war. Brillanter und rebellischer Anwalt, Mitgründer der TAZ und Mitgründer der Berliner Grünen, überzeugender Überzeugungstäter in der Politik, der Ströbele, das Idol seiner Wählerinnen und Wähler. Christian war einer, der seine Partei an das Beste an ihr gemahnt hat, standfest und unbeirrbar, aber ich glaube, viele von Ihnen erinnern sich genauso an ihn. Seine politischen Gegnerinnen hat er mit Freude genervt. Doch wenn es um die Wurst ging, war er immer loyal. Christian Ströbele war einer, für den Politik alles war, aber auch alles Politik. Weil alles dazu dienen sollte, die Welt zu verbessern. Und das ist jetzt kein dummer Spruch. Das war einer, bei dem es tatsächlich so war und der sein ganzes Leben genau dem gewidmet hat, die Welt zu verbessern. Politik ist sein Marihuana, hieß es über ihn. Das ist ein schöner und passender Satz. Christian war aber auch Fahrradfahrer, Hundefreund, Nichtraucher, Milchtrinker. Und was vielleicht nicht alle wissen, er war eben nicht nur ein Vorzeige-Fahrradfahrer, sondern, na gut, da mag er vielleicht noch nicht noch einigermaßen jung gewesen sein, er war auch ein Fan schneller Autos. Und wie ich von Kalle Ruch, dem ewigen Geschäftsführer der TAZ, gehört habe, jede Art von Geschwindigkeitsbegrenzung war ihm egal. Christian hatte einen ganz besonderen Humor und verbreitete eigentlich immer gute Laune, selbst wenn es wenig zu lachen gab. Christian, du und alles an dir wird uns fehlen. Und deine Lieblingserinnerung an Christian? Meine Lieblingserinnerung an Christian. Ach, halt, ich muss dich ja erstmal vorstellen. Okay, stell also, mich vor. Gerion Asmuth, seit fast 30 Jahren in der TAZ. Das ist ja deine politische und journalistische Heimat, kann man nach diesen vielen Jahren wohl sagen. Angefangen mit einem Praktikum und der Berlin-Redaktion, dann verschiedene Leitungsjobs und heute führst du das Ressort Regie, das für die großen Themen und den Online-Auftritt der TAZ verantwortlich ist. Also, deine Lieblingserinnerung an Christian. Meine Lieblingserinnerung würde ein bisschen vorgreifen, weil es gibt gleich jede Menge Videos und ich habe die Vermutung, eins ist genau so eine Szene. Ich war Demonstrationsbeobachter für die TAZ. Christian Ströbele war Demonstrationsbeobachter für den Rest der Welt und dann gab es noch Clowns. Und ich glaube, bevor ich jetzt vorgreife, das Video wird es besser erklären können, als ich hoffe. Genau, aber wir müssen auch noch Bascha Mika vorstellen, mit der ich hier zusammen heute Abend durch den Abend führe. Bascha, für alle, die sie nicht kennen sollten, ist die immer noch und wahrscheinlich für alle Zeiten langjährigste TAZ-Redakteurin, die wir jeweils hatten, von 1998 bis 2009, 11 Jahre. Genau. Angefangen 1988 als Nachrichtenredakteurin, wie man sie sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, später als Reporterin und Buchautorin sich einen Namen gemacht, noch viel später in der Chefredaktion der Frankfurter Rundschau gewesen, 5, 6 Jahre lang und heute immer noch Publizistin und Autorin wie ihr ganzes Leben lang. Und wir beide Journalistin, immer Journalistin. Einmal Journalistin, immer Journalistin. Man will über alles schreiben, auch über solche spannende Abende wie heute. Danke, Sie dürfen ruhig applaudieren. Wie wir uns den Abend vorgestellt haben, Christian Ströbele war für Jüngere, und da zähle auch ich mich, obwohl ich auch nicht mehr der Jüngste bin, schon zu, eigentlich so eine Figur, die immer da war, so ähnlich wie die Queen in Großbritannien, nur halt in Deutschland. Und
Er hatte viele Lebensabschnitte und in all diesen Lebensabschnitten hatte er Lebensabschnittspartner und Partnerinnen. Und er war, wie Bascha schon gesagt hat, Anwalt, er war TAZ-Gründer, er war Internationalist, er war Bundestagsabgeordneter, er war Förderer von ganz vielen Initiativen und Menschen, er war Freund der Whistleblower und er war irgendwie ein Radikaler, ein Demonstrant, ein Mitdemonstrant. Und von all diesen Phasen, aus all diesen Phasen haben wir eben Lebensabschnittspartnerinnen mit Doppelpunkt in der Mitte gegendert, gebeten, heute Abend an Christian Ströble gemeinsam mit uns zu erinnern. Und den ersten stellt Bascha vor. Genau, der erste, der heute hier das Wort haben wird, er war vorhin abgängig. Johnny, wo steckst du? Los, hier auf die Bühne. Johnny, der Kollege von Christian, aber auch enger Freund, und sein Testamentsvollstrecker. Johnny hat sich zum Beispiel um Christians Praxis gekümmert, als dieser das erste Mal im Bundestag war. Ich hätte ja gern mal gewusst, Johnny, wie Christians Mandantinnen das fanden, so verschieden, wie ihr beide wart. Wo Christian gelassen war, wird Johnny ärgerlich. Wo Christian ironisch wurde, wird Johnny, sagen wir mal, ein bisschen ruppig, gell? Und wo Christian eher leise war, wirst du eher laut. Aber so kennen und lieben wir dich. Dann führe ich das gleich vor. Genau, das habe ich. Du, darauf habe ich gehofft. Also, so kennen und schätzen wir dich. Du hast das Wort, Johnny. Also darüber rede ich nicht. Das ist nämlich Anwaltsgeheimnis, wie die Mandanten das fanden. Aber die waren ja hinterher noch da. Ich will erst mal sagen, wir sind ja hier aus Anlass des Todes von Hans-Christian Ströbele zusammengekommen. Das ist ein trauriger Anlass, aber wir müssen auch froh sein, dass dieser Tod eingetreten ist, denn das Leben war eine Qual für ihn am Ende. Und die Entscheidung zu sagen, dass er sich nicht weiter quälen will, hat er bei vollem Bewusstsein getroffen. Und insoweit, auch wenn ich mir mit ihm einig war, dass wir beide keine Christenmenschen sind, war jedenfalls dieser Tod eine Erlösung. Das muss man immer bedenken. Jeder weitere Tag wäre ein weiterer Tag Quälung gewesen. Und deswegen bin ich jedenfalls froh darüber, dass dieser Tod zu diesem Zeitpunkt eingetreten ist. Ich will auch noch sagen, dass er in dem Netzwerk, das vor allem seine Frau gesponnen hat und Gitti Henschel, absolut gut versorgt war, vor allem in den letzten Tagen. Und zwar deshalb, weil jemand aus seiner früheren Nähe, mit dem er gar nicht so gut stand, ehemaliger Mitarbeiter, und dessen Frau über die Möglichkeit verfügten, ihn in einer angemessenen Weise zu versorgen, als er zum Sterben nach Hause geschickt wurde. Dafür muss man, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil ich ihn nicht gefragt habe, ob ich das sagen darf, aber dafür muss man ihm ausdrücklich danken. Ohne das wäre das gar nicht möglich gewesen, ihn diese letzten Tage da durchs Leben zu bringen, wenn man das noch Leben nennen wollte. Und daran hat man mal gesehen, dass man in Deutschland nicht ohne weiteres Anspruch darauf hat, als Kassenpatient würdevoll zu sterben, wenn man nicht persönliche Beziehungen hat. Ich hätte das gar nicht für möglich gehalten. Ich habe aber auch vorher nicht gewusst, dass der Christian Kassenpatient war, aber das gehörte ja zu seiner bescheidenen Lebensführung vielleicht auch dazu. Ich bin jetzt hier berufen, darüber zu reden, dass über den Tod hinaus Feindschaften gepflegt worden sind. Das will ich auch machen, da mache ich mir jetzt bestimmt wenig Freunde. Eine Feindschaft, da mache ich mir viele Freunde, ist die des Axel Springer Verlags, der über den Tod hinaus ihm nachgetreten hat, unter anderem durch den aus dem Amte gejagten Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, der am Tage seines Todes zu twittern wusste, und wer soll jetzt die Waffen nach Stammheim reinschmuggeln? Der Mann ist natürlich nicht in dem Alter, dass er das beurteilen kann, aber man kann ja Christian vorwerfen, was man will. In den Verdacht, Waffen nach Stammheim reingeschmuggelt zu haben, ist er nie gebracht worden. Das ging einfach nicht, weil er zu dem Zeitpunkt, als da Waffen in Stammheim, auf welchem Wege auch immer, reingebracht worden sind, lange aufgrund einer Entscheidung des Vorsitzenden Richters des BGH Prinzing daran gehindert war, seine Mandanten zu besuchen. Deswegen weiß man sicher, dass das eine Verleumdung ist. Da hat es irgendeinen Anwalt gegeben, den ich gar nicht kenne, der das zur Anzeige gebracht hat, per Elektronikwache. Da gibt es aber bisher noch nicht mal ein Aktenzeichen zu, so ist das eben im Leben.
wenn man Elektronikwachenanzeigen macht. Die ist immerhin jetzt auch schon über einen Monat alt. Also das ist die eine Feindschaft, die er gepflegt hat. Er hatte ja nicht nur dieses berühmte, immer wieder falsch dargestellte Strafverfahren wegen des Infosystems, da sage ich noch ein paar Sätze zu, weil da nämlich eine andere Feindschaft auch im Zusammenhang gepflegt wird, unter anderem eben auch von Mitarbeitern der Taz, das muss man heute Abend hier mal sagen. Die beweihräuchern sich ja immer so für Christian und die Gründung der Genossenschaft und so, aber die Taz war ja auch einer seiner Sargnägel, wenn man das so sagen darf. Also ein Vorwurf, der ihm gemacht wurde im Zusammenhang mit einem längst verwesenen Oberstaatsanwalt P., wir nennen ihn P., wir nennen den Namen nicht, der Mann möge in Frieden ruhen, der hat in einer Weise einen Prozess geführt gegen einen RAF-Angeklagten, den Christian an die Prozessführung und Argumentation von dem Volksgerichtshof Präsidenten Freisler erinnerte. Da kriegt er ein Strafverfahren und er wandte sich an einen in West-Berlin zugelassenen Anwalt, Professor Dr. Kaul, den er einerseits bat, zu erwägen, ob er die Verteidigung mit übernimmt und andererseits bat, aus Archiven der DDR Argumentationsmaterial zu der Führung der Verfahren durch Freisler beim Volksgerichtshof zu beschaffen, um auf diese Weise die Zulässigkeit, heute würde man wahrscheinlich keinen Zweifel daran haben, dass es zulässig war, denn es war im Kampf ums Recht, es war keine Schmähung, sondern es hat einen konkreten Bezug auf einen konkreten prozessualen Sachverhalt, aber damals war das alles anders. Und das hat der Kaul auch gemacht. Er war noch einmal im Westen zugelassener Anwalt. Der wurde auch gerne von der Bundesregierung, jeweils viele verschiedene Bundesregierungen benutzt, um Problemfälle zu lösen. Die hatte gar keine Bedenken, sich an Herrn Professor Kaul zu wenden. Christian machte das und im Jahre 2000, als sich die Springerpresse mit verschiedenen grünen Spitzenpolitikern, mit Jürgen Trittin, mit Herrn Fischer beschäftigte, kam man auch auf Ströbele und sagte, ist er der Nächste? Und warf die Frage auf, ob er sich bei der Führung der RAF-Prozesse von der Stasi hat alimentieren lassen. Nun war das ja kein RAF-Prozess, sondern war ein eigener Verteidigungsprozess. Es gab dann natürlich zu dieser Akte auch eine Auskunft der Stasi-Unterlagenbehörde. Das war eine klassische Opferakte. Der Ströbele hatte keine Verbindung zur Stasi, sondern der hat da eben einfach zu einem Anwalt Kontakt aufgenommen, der wiederum alle möglichen Stellen, vermutlich auch die Stasi, bemüht hat, um dieses Material zusammenzusuchen. Dass an dem Material irgendwas gefälscht war, dass das Zersetzungsmaterial war, dass es Fake News, wie man heute sagt, war, hat nie einer behauptet. Aber es reichte für die Schlagzeile, ist Ströbele der Nächste, war er jemand, der sich von der Stasi hat helfen lassen bei der Verteidigung seiner RAF-Gefangenen. Und jetzt komme ich gleich zu dem Punkt der Feindschaft. Das ist ja immer schwierig. Ein Anwalt, der einen Vergewaltiger verteidigt oder einen Kinderficker, der ist ja nicht gleich ein Gesinnungsgenosse des Vergewaltigers oder des Kinderfickers. Und auch der Brandstifter bedarf ja einer Verteidigung, ohne dass der Anwalt in den Geruch gerät, Brände zu legen und zu brandschatzen. Christian war ein Verteidiger, der das gemacht hat, was ich vermutlich, wenn ich damals schon Anwalt gewesen wäre, für zulässig gehalten hätte. Damals durfte man noch mehrere Angeklagte in einem Verfahren verteidigen. Das durfte man dann kurze Zeit später nicht mehr. Und wenn man mehrere Leute verteidigte, die insbesondere auch in so einem Gruppenzusammenhang angeklagt war, dann war es erforderlich, zum Zwecke der Verteidigung so eine Art Sockelverteidigung zu organisieren und dafür das sogenannte Infosystem zu organisieren. Christian hat immer gesagt, er ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass das verboten sein könnte. Dafür ist er später verurteilt worden, ich meine zu Unrecht. Aber was ist daraus gemacht worden? Eine Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Es ist ihm daraus gemacht worden, eine Art Gesinnungstäterschaft, Gesinnungsgenossenschaft zu seinen Mandanten. Und es sind dann immer wieder falsche Berichte erschienen, unter anderem, dass er für eine Prozesserklärung, so habe ich das jedenfalls gelesen, von Brigitte Monaut und Astrid Poll, die auch unter uns hier heute weilt, eine Prozesserklärung wohlgemerkt. Nicht eine Kommandoerklärung zu irgendeiner Straftat, sondern eine Prozesserklärung, sei er verurteilt worden wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung. Da muss man immerhin sagen, dass der Bundesgerichtshof
dieses Urteil des Landgerichts aufgehoben hat mit der einfachen Feststellung, eine Prozesserklärung kann nie eine Straftat sein. Denn eine Prozesserklärung ist zunächst einmal eine Prozesserklärung und dient dazu, sich zu dem Prozess zu erklären. Das ist die freie Rede des Angeklagten. Und wenn der Anwalt dabei hilft, dann tut er das, was der Anwalt machen muss. Er muss nämlich seinem Mandanten helfen, sich in artikulierter Weise bei Gericht vorzubringen. Aber das hinderte die Medien nicht daran, immer wieder zu schreiben, der ist eben wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Und da das andere, das Infosystem, das nicht hergab, weil man da ja ernsthaft Zweifel haben konnte, dass das klassisches Verteidigerverhalten geeignet ist, ihn zu stigmatisieren, hat man das herausgezogen. Und jetzt komme ich zur Taz. Es gibt ja eine Biografie zu Christian Ströbele. Christian hat damals im Jahre 2009 mal erklärt, ich habe heute das überprüft, es kann jeder auf der Seite von Christian heute noch nachlesen, zu erklären, was eigentlich damals gewesen ist, was er gemacht hat, was ihm vorgeworfen wurde und wie er dafür bestraft wurde und wie er das sieht. Völlig klar, er hat sein Verteidigerverhalten als Verteidiger gerechtfertigt, erklärt und gesagt, ich habe da nichts Unrechtes gemacht. Es gibt eine Biografie eines Taz-Mitarbeiters, in der der genau das, was alle anderen behaupten, nämlich, dass es am Ende eine Gesinnungsgenossenschaft zwischen Christian und den Angeklagten gab, revolutionierte. Das hat Christian unheimlich geärgert. Das war für ihn eigentlich Motiv zu sagen, ich mache doch mal eine eigene Biografie. Das ist ihm nicht gelungen, das wollte er immer. Ich habe ihn bestärkt, habe gesagt, du musst hier irgendeinen Journalisten reden, suchen, mit dem du einfach Interviews machst, indem du das genau erklärst. Das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Deswegen sind wir darauf angewiesen, diese Akten sprechen zu lassen und sich die Frage zu stellen, warum ein doch relativ einfacher Sachverhalt von den Journalisten, einschließlich der Taz, nicht in der Weise dargestellt werden kann, in der man sie einzig darstellen kann, aus den Zeitumständen der damaligen Rechtslage. Man durfte mehrere Leute verteidigen in einem Verfahren und dem Kommunikationsprozess zwischen diesen Verfahrensbeteiligten, einen Strafverwurf zu konstruieren, ist abwegig. Ich bin auch davon überzeugt, dass das heute dazu nicht zu einer Verurteilung käme. Und übrigens, das muss man jetzt auch mal sagen, alle Bemühungen der Staatsanwaltschaft in Berlin, Christian mit einem Berufsverbot zu überziehen, das damals die Berliner Rechtsanwaltskammer, die nicht gerade eine Bastion der Linksradikalen war im Jahr 1975, sind gescheitert. Die einschlägigen damals noch Ehrengerichte genannten Entscheidungen, da waren konservative Westberliner Anwälte, angesehene Leute, aber garantiert keine Gesinnungsgenossen von Christian, haben immer entschieden, das, was er da gemacht hat, rechtfertigt kein, nicht mal partielles Berufsverbot. Die haben ihm seine Berechtigung, als Verteidiger zu arbeiten, nie entzogen. Das war im Jahr 1975, diese Verurteilung, die Entscheidung des BGH und der Rückverweis und am Ende die rechtskräftige Verurteilung war in den Anfang der 80er Jahre. Jetzt komme ich zu der zweiten Feindschaft, die gepflegt wurde und die bis heute gepflegt, jetzt sind sie gerade still, aber das wird wieder kommen, ist der Antisemitismusvorwurf. Bin ich zu lang? Ja, aber das will ich noch sagen. Der Antisemitismusvorwurf. Der Kollege Ströbele hat damals Herrn Broder vertreten. Der Sachverhalt stellt sich einfach dar. Es gab ein Interview aus Anlass einer Reise von Christian und drei anderen Mitgliedern des Parteivorstands. Ich weiß gar nicht, wie die Partei damals hieß, Bündnis 90 Die Grünen möglicherweise, nach Israel. Da wurde er gefragt, da fand, glaube ich, gerade der erste Golfkrieg statt, da wurde er gefragt, was er zu den Raketen aus dem Irak auf Israel sagt. Und da wird kolportiert, dass er etwas sinngemäß gesagt haben soll. Das ist die logische, fast zwingende Konsequenz der israelischen Politik den Palästinensern und den arabischen Staaten gegenüber. Dieses Interview wurde in der deutschen Sprache geführt. Angeblich gab es keinen Mitschnitt, weil das Gerät kaputt war. Das wurde ins Englische übersetzt, ohne dass Christian das autorisiert hatte, der übrigens auch kein Englisch sprach, und aus dem Englischen wieder rückübersetzt ins Deutsche. Man hat also nicht die deutsche Version genommen, die es ja gegeben haben müsste, sondern man hat eine rückübersetzte englische Version genommen. Das führte dann dazu, dass seine Freunde aus der Partei der Grünen, ich weiß nicht, wie die damals hießen, von ihm abgefallen sind, wie die Wanzen vom Bett, wenn der Reiniger kommt.
und dazu geführt, dass der Außenminister Fischer ihn als Büttel Saddam Husseins beschimpft hat und er ein Maß an Entsolidarisierung erfahren hat, das ihn über ein halbes Jahr regelrecht leberkrank wahrscheinlich gemacht hat. Er lief nämlich gelb an. Eine Rehabilitation hat es nicht gegeben. Herr Broder lebt sehr gut davon, dass er alle paar Jahre, wenn er über den grünen Antisemitismus schreibt, immer wieder diese Geschichte beschreibt. Die Taz hat einem Manne, das halte ich nicht für einen besonders seriösen Journalismus, einem Manne, der wirtschaftlich verbunden war mit Broder, Gelegenheit gegeben, im April 1991 war das, glaube ich, im April einen länglichen Artikel über den Antisemitismus von Ströbel und anderen Grünen zu veröffentlichen. Die Leser der Taz erfuhren aber nicht, dass dieser Autor der Verleger von Broder war und mit ihm gerade dabei war, ein entsprechendes Buch mit vielen Beiträgen in den Markt zu drücken. Um nur mal zu sagen, die Position von Ströbele, die aus meiner Sicht jedenfalls damals vertretbar war, gemessen an dem, was andere Grüne vorher gesagt haben, danach wagte das keiner mehr und mittlerweile ist ja so dieses Argumentationsverbot auch noch stärker durchgesetzt, aber die waren alle still und der Ströbele wäre nicht zurückgekommen. Der wäre nicht zurückgekommen in die Politik, wenn er es nicht geschafft hätte, gegen den entschiedenen Widerstand der Grünen Bundespartei seinen Wahlkampf 1998 in Kreuzberg zu gewinnen. Das wollte ich mal sagen. Also Freunde hat er auch nicht im eigenen Milieu gehabt. Okay. Nur für alle, die es nicht gewusst haben sollten, Johnny Eisenberg ist ein für seine Wortgewalt bekannter Verteidiger und ich danke ihm ausdrücklich für diese Verteidigungsrede für Christian Ströbele auch gegenüber Vorwürfen der Taz im Speziellen. Da sind wir, glaube ich, sehr offen. Danke dafür und es gibt jetzt ein kurzes Video, wo ich vorhin schon darauf hingewiesen habe. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich bin gespannt. Da liegt schlechtes über Autos anzugehen. Ich sage mal, es ist ein Straftat. Der war ohne Schaum vor dem Mund. Ja, da muss ja nicht mal die Taliban und die Kinder sprach ja von der neuen Stadt. Ich meine, das ist ja wirklich frei. Das sind Autos. Ja, da müssen Sie nicht wundern, wenn es anschließend dann Leute sagen, ich erhebe da. Gerade von der anderen Demonstration. Das ist doch sehr viel mehr Schaugeschäft. Aha. Ja, können Sie uns ein paar Eindrücke von dort schildern? Ja, doch. Auch da gibt es die politische Forderung, das Diskriminierungsverbot ins Grundgesetz einzuschreiben. Da sind wir auch schwer dafür. Ja. Nur stellen wir da fest, dass alle möglichen Parteien das fordern, wie zum Beispiel die SPD, die das ja mal mit uns im Bundestag verabschieden könnten, ja, aber da weigern sie sich. Aha. Und hier sehe ich, dass die Leute sich mit einer politischen Forderung... Ja. Und was halten Sie denn davon, dass hier wild fotografiert und gefilmt wird? Wir haben nämlich eigentlich vom Rebel TV heute, Rebel Clown TV, haben wir eigentlich heute Exklusivrechte. Ach so, ja, da müsst ihr die einklagen. Ja. Einen guten Anwalt nehmen. Ja, ja, es geht ja heute auch so ein bisschen um Paparazzi-Ausbruch, nicht wahr? Ja, genau. Wildes Filmen und Fotografieren ist... Aber ich muss Ihnen gratulieren, Sie Ich würde gleich eine einzweige Verfügung beantragen, wenn ihr die Rechte habt. Platzverweis! Ja, genau. Platzverweis. Genau, da hinten sind die Polizei holen. Genau. Ja, diese Wagen haben wir noch nicht ganz verstanden. Musik kann man nicht zuordnen. Das ist ja merkwürdig. Ja, ja. Die haben zwar so komisches Glitzerzeug an der Außenseite so und so komische Sternchen und so, aber niemand weiß genau, was die hier eigentlich wollen. Ja. So, also ja, vielleicht wollen sie nicht äußern. Ja. Aber sollen sie rauskommen aus dem Auto? Ja, bestimmt. Die haben ja alle auch so ein exotisches, grünes, tolles Outfit an, aber die sagen nichts dazu. Ja. Ja. Könnt ihr auch einen grünen Luftballon tragen? Dann danke ich Ihnen sehr für das Interview. Ja, ich danke auch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Sie haben wirklich Platzverweis hier. Ja. Das war Christian Ströbele live bei einer der vielen tausend Demos, bei denen er geschätzt war.
So habe ich ihn auch immer wieder kennenlernen dürfen. Bei dieser Szene war ich dann doch nicht dabei, aber egal. Thema Platzverweis nur als Hinweis für alle anderen kommenden Rednerinnen. Wenn sie die Zeit überschreiten, dann kriegen sie einen Platzverweis und wir werden dann etwas deutlicher einschreiten müssen. Der nächste Redner ist wie viele heute Abend, das hat was mit Christian Ströbele zu tun, ebenfalls Jurist. Er war mal auch Richter, er ist auch Fotograf. Sein Name ist Klaus Eschen, den ich schon mal auf die Bühne bitte. Klaus Eschen war einer von denen, die 1969 zusammen mit Christian Ströbele und Horst Mahler das sozialistische Anwaltskollektiv gegründet haben. Das hört sich total radikal an aus heutiger Zeit. In einem Taz-Interview 2011, hallo Herr Eschen, haben Sie mal dazu gesagt, uns ging es darum, die Grundsätze des Rechtsstaats in den juristischen Alltag zu holen. Das hört sich jetzt schon gar nicht mehr so radikal an. Aber ein Anwalt, sagten Sie damals, galt als Querulant, wenn er die Strafprozessordnung für Angeklagte in Anspruch nahm. Haben sich die Zeiten seitdem viel geändert, auch durch Ihre, durch Christians Arbeit? Ich denke schon. Die Keimzelle des sozialistischen Anwaltskollektivs war das Büro von Horst Mahler. Um diese Persönlichkeit kommt man jedenfalls am Anfang in diesem Zusammenhang nicht herum. Mahler hatte eine Eigenschaft, nämlich er war sehr gründlich. Er hat die Strafprozessordnung, die damals reformiert worden war, einige Jahre zuvor, von vorne bis hinten gelesen, hat festgestellt, dass sie eine große Anzahl von Rechten für Angeklagte und Beschuldigte enthielt, die aber von der überwiegenden Zahl der Strafverteidiger einfach brachliegen gelassen wurden. Er selber hat diese Rechte ernst genommen. Er hat begriffen, dass Strafverteidigung und ein Strafprozess immer einen Konflikt zwischen den Interessen des Mandanten und der Justiz, Staatsanwaltschaft und Gerichten bedeutet. Deswegen ist der Begriff, der dann immer ihm angehängt wurde und uns angehängt wurde, nämlich der Konfliktverteidigung, eigentlich ein Pleonismus, weil Verteidigung immer Konflikt ist. Sie enthält den Konflikt. Die Gerichte haben uns dann, Ströbele und ich, wir haben am Anfang von Mahler sehr viel gelernt und wir eher auch diese Rechte für unsere Mandanten in Anspruch genommen. Was die Gerichte in jener Zeit als Feindschaft empfunden haben, weil wir die übliche Harmonie zwischen Anwälten und Gericht gestört haben. Damals waren die Anwälte noch der Meinung, auch der Deutsche Anwaltsverein, dass die Rechtsanwälte mit den Richtern und Staatsanwälten Kameraden in einer Rechtsfront wären. Wir waren keine Kameraden von ihnen, sondern wir hatten unseren Beruf auszuüben. Und Ströbele und ich, wir wussten während unserer gesamten Anwaltszeit, dass wir Mahler wegen dieser Impulse, die wir von ihm erfahren haben, bei allen Wegen, die Mahler dann gegangen ist, viel zu verdanken haben. Mahler war in der Zeit 1967 aus einer schlagenden Verbindung ausgetreten, in den SDS eingetreten und bewegte sich in West-Berlin in linksliberalen Kreisen, was eine Ausnahme war, weil West-Berlin damals ein antikommunistisches und rechtsradikales Milieu war. Also vieles von dem, was damals Mainstream war, würde heute als rechtsradikal angesehen werden. Man muss nur mal die damalige Springerpresse und auch die übrige bürgerliche Presse lesen. Im Büro Mahlers konzentrierte sich nach dem 2. Juni 1967, nach der Schah-Demonstration an der Deutschen Oper und erst recht nach den Osterunruhen 1968 im Anschluss an das Attentat auf Rudi Dutschke die gesamte Aufarbeitung der juristischen Seite dieser Demonstrationen. Natürlich auch der politischen Seite, aber in erster Linie der juristischen Seite. Die Unmenge von Verfahren wegen Landfriedensbruch, wegen Auflauf, wegen Widerstand,
kamen in das Büro und wir verteidigten dann also Hunderte von Studenten und anderen Demonstranten, die auf der anderen Seite wurde in dem Büro auch die Arbeit der Polizei, das heißt die Übergriffe der Polizei, dokumentiert, wurden dort aufgearbeitet, sodass sich da ein riesiger Arbeitsanfall entwickelte. Ich hatte damals noch einen anderen Beruf und mein Schild eigentlich nur pro forma bei ihm aufgehängt. Ich hatte mich pro forma als Anwalt zulassen lassen. Mahler und ich, wir kannten uns von der Schule. Und da der Arbeitsanfall aber so überwog, bat er mich, ihm bei diesem Aufwand, bei dieser Arbeit zu helfen und zur Seite zu stehen. Das habe ich dann gerne gemacht, weil es natürlich auch eine interessante Arbeit war. Und ich merkte, dass meine ursprüngliche Gegnerschaft gegenüber der Justiz, die mich dann ja als Jurist hat abtrünnig werden lassen, nun in eine professionelle Gegnerschaft eingebracht werden konnte. Wir hatten also einen riesigen Arbeitsaufwand und während dieser Zeit, Anfang 1968, erschien ein gut gelaunter junger Referendar in dem Büro, bot uns seine Mitarbeit an, die wir gerne annahmen, und er stürzte sich sehr schnell in diese Arbeit, machte Akteneinsicht, nahm Prozessvertretungen wahr und ordnete im Büro die Akten. Also er war ein ausgesprochen nützliches Mitglied dieser Kanzlei. Nachdem er 1969 sein zweites Staatsexamen bestanden hatte und Anwalt wurde, haben wir beschlossen, ein sozialistisches Anwaltskollektiv zu gründen, das dann am 1. Mai 1969 das Licht der Welt erblickte, sozusagen. An Kollektiv waren wir, weil wir keine Hierarchie in dem Büro haben wollten. Wir bekamen alle das gleiche Geld, verdienten alle das Gleiche und sozialistisch deswegen, weil wir nur die von unten nach oben vertreten haben. Also wir haben uns entschlossen nur die sozial Schwächeren gegen die sozial Stärkeren zu vertreten, also Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, Mieter gegen Vermieter und so weiter. Das führte dazu, dass wir auch da einen enormen Aufwand treiben mussten, weil wir einen unvermuteten Zuspruch bekamen, trotz aller Feindlichkeit, die uns aus der Öffentlichkeit, vor allen Dingen aus der Springerpresse und auch aus der Tante Tagesspiegel entgegenschwappte. Wir haben uns dann personell vergrößert. Zu uns kamen dann weitere Anwälte, die ihre Berufslaufbahn begannen. Henning Spangenberg, Lieb Reuß, Klaus Detloff und später auch Clemens Rothkegel. Und waren sozusagen eine linke Institution in West-Berlin geworden. Mit dem Weggang von Mahler in den Untergrund, der Gründung der RAF und das Entstehen der Bewegung 2. Juni verlagerte sich dann ein Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Verteidigung dieser Mandanten, was natürlich eine zusätzliche, Johnny Eisenberg hat ja deutlich gemacht, unter welchem Druck wir damals standen, was eine zusätzliche Belastung bedeutete. Wir waren natürlich nicht nur Verteidiger unserer Mandanten, sondern in der Öffentlichkeit wurde deutlich zu machen versucht, dass wir natürlich Komplizen unserer Mandanten waren. Wir waren aber der Meinung, dass unsere Mandanten nicht einfache Kriminelle, Räuber oder Brandstifter waren, sondern dass sie eine revolutionäre Identität hatten. Die Bundesrepublik war zu jener Zeit verbündet mit allen westlichen Diktaturen dieser Welt
von Südafrika bis Spanien und Portugal und sonst wo. Und wir fanden es legitim, die Absichten dieser Mandanten, den Versuch dieser Mandanten, mit ihren Mitteln den Kampf, den antiimperialistischen Kampf, wie sie es nannten, aufzunehmen, zumindest deutlich zu machen, dass sie eben nicht eigennützig irgendwo klauen gingen, sondern dass sie einen revolutionären Impetus hatten. Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich weiß, aber ich muss das, so einfach ist das nicht. Gut, der Schwerpunkt verlagerte sich dann dieser politischen, der RAF-Verteidigung vor allen Dingen auf Ströble. Ströble hatte von uns damit die größere Publizität, wurde auch am meisten angegriffen. Aber unter den Linken hatte er natürlich auch den größeren Sexappeal, den größeren revolutionären Sexappeal. Das Gute war, dass Ströble eigentlich diese Publicity nie für sich vereinnahmte, sondern eigentlich nur immer für die Sache beanspruchte. Er selber war eigentlich, wie ihr ihn wahrscheinlich auch gekannt habt, ein bescheidener Mensch, der eigentlich nur in den Vordergrund kam, wenn es die Sache erforderte und wenn er für eine Sache eingetreten ist. Das Gute war zudem, dass er innerhalb unseres Kollektivs nie irgendwelche Hierarchieansprüche erhob, sondern er war einer von allen und es war klar, dass wir arbeitsteilig im Grunde alle sozusagen eine gleichwertige Arbeit leisteten. Also er hatte überhaupt keinen Führungsanspruch, was ausgesprochen angenehm war. Er war offen für Kritik, aber kritikresistent. Das heißt, er war nicht leicht zu überzeugen von Kritik, aber es war eigentlich immer so, dass man mit dem Standpunkt, den er auch beibehielt, weiterleben konnte. Es war immer ein ernstzunehmender Standpunkt und nie einer, der sozusagen unseren Zusammenhalt gesprengt hat. Ende der 70er Jahre, nach dem heißen Herbst 77, hatten sich die Zeiten geändert, wir hatten uns geändert, wir hatten neue Perspektiven, haben neue Wege gehen wollen und haben beschlossen, 1979 das Kollektiv aufzulösen, was in voller Harmonie gelungen ist. Wir haben nie irgendetwas Schriftliches vereinbaren müssen. Das ging bis zu dem Tisch, der dann in die Taz kam, ohne Reibungen. Es gab zu der Zeit eine neue Generation von linken Anwälten, von denen viele als Referendare aus unserem Stall hervorgegangen waren. Und wir blieben dann in den folgenden Jahrzehnten Freunde, Kollegen und Genossen. Vielen Dank, Klaus Eschen. Wir haben es eben von ihm gehört. Als junger Anwalt hat Christian nicht nur Demonstranten und Aktivistinnen der Studentenbewegung vertreten, sondern später auch Mitglieder der RAF. Einer seiner ehemaligen Mandanten war Karl-Heinz Delvo. 20 Jahre saß Karl-Heinz Delvo als RAF-Gefangener im Gefängnis. Diese lange Strafe konnte selbst der beste Verteidiger, konnte selbst Christian nicht verhindern. Heute arbeitet Karl-Heinz Delvo als Dokumentarfilmer und Verleger und jetzt sollte er auf die Bühne kommen.
Ja. Einen schönen guten Abend, liebe Juliane. Vor einem meiner Besuche in den letzten Jahren hatte ich Christian gefragt, kann ich dir irgendetwas mitbringen? Und erhielt als Antwort zuerst, nein, nicht nötig. Und dann doch, ja, wenn schon, dann einen frischen Fisch. Das war gut, endlich ein Wunsch, den ich erfüllen konnte. Ich habe ihm eine frische Seezunge in der Kühltasche nach Berlin gebracht. Er hat sie abends genossen, wie er berichtete. Beim letzten Besuch Ende Mai hatte ich ihm versprochen, das zu wiederholen. Dazu ist es leider nicht gekommen. Christian habe ich zum ersten Mal 1974 getroffen, als ich mit anderen nach dem Tod von Holger Mainz zu einer Protestaktion nach Berlin fuhr. Wie einige hier noch wissen, war Holger Mainz der erste Tote von 5 in Stammheim angeklagten RAF-Gefangenen, von denen am Ende keiner die alte BRD überlebt hat. Wiedergesehen habe ich Christian dann als Anwalt im Prozess gegen das Kommando Holger Mainz, dessen Mitglied ich war. Er wollte zuerst kein Mandat übernehmen. Ich habe ihn damals über Klaus Granson, der mein Anwalt war, angeschrieben. Im Duktus jener Zeit und es nicht erbeten, sondern politisch verlangt unter dem Rekurs auf die Solidarität und die gemeinsame Geschichte. Er hat dann doch ein Mandat übernommen bei Bernd Rösner, trotz der damit verbundenen finanziellen Nöte, denn diese Sonderjustiz hatte in unserem Prozess keinen einzigen Vertrauensanwalt verpflichtet, nur Zwangsverteidiger, mit denen wir nicht zusammengearbeitet haben. Und hier kann ich bei dem, was Johnny Eisenberg eben angesprochen habe, auch die Finanzierung enthüllen für den Prozess mit 99 Termintagen und 5 Anwälten hat Heinrich Böll 5.000 D-Mark damals gespendet. Und nicht die Stasi. Über die ganzen Jahre meiner Haft ist Christian immer gekommen, wenn ich ihn darum gebeten habe. Er hat an uns festgehalten, weil er an seiner eigenen Geschichte festgehalten hat. Es war die Geschichte der Revolte der 60er Jahre, die damals für viele ein reales Moment an Befreiung in sich barg. Nicht nur von der altnarzistisch geprägten Mehrheitsgesellschaft, sondern auch von der sich ausdehnenden Verwertungswelt des Kapitalismus, die mehr und mehr das gesamte Leben umgriff. Vom Imperialismus von Vietnam und der schon damals propagierten Verteidigung der Freiheit des Westens gar nicht zu reden. Dieser Aufbruch damals war auch für Christian eine existenzielle Erfahrung, es ist ja schon gesagt worden, auch er hat deswegen im Gefängnis gesessen. Während unserer Begegnungen haben wir immer über diese Zeit, ihre Möglichkeiten, ihre Notwendigkeiten, aber auch über das notwendig Unmögliche gesprochen, das damals nach 68 versucht werden musste. 1993 wollten wir gemeinsam einen politischen Ausweg finden aus der längst festgefressenen Konfrontation zwischen RAF und Staat. Das ist gescheitert. Es lag nicht an Christian. Auch er wollte weiterhin einen politischen Ausweg. Genauso wie er im Herbst 1977, damals zusammen mit Otto Schilly, wie er mir erzählt hatte, noch versucht hatte, während der Kontaktsperre zu den Gefangenen in Stammheim vorzudringen
um zu einer nicht-militärischen Lösung zu kommen. Politische Lösungen sind generell das, was meistens fehlt. Die Niederlage der RAF und der bewaffneten Gruppen war mehr als nur ihre eigene. Mit Christian Ströbele musste man weder über die Frage der Isolationshaft noch die der politischen Justiz diskutieren, noch über die politischen Bestimmungen einer Gruppe, die von der eigenen wie auch von den großen Befreiungserfahrungen der Welt aus den 60er, teils, denken wir an Kuba, schon der 50er Jahre, nicht ablassen konnte und wollte. Es scheint heute alles so weit weg und liegt doch so nahe, wenn man sich derzeit diese Barbarei anschaut, mit der die Eliten der Welt mit und gegeneinander niederträchtige Kriege führen und so das Leben und die Zukunft der anderen opfern. Christian Ströbele bleibt für mich der integre Mensch, der die unverzichtbare Möglichkeit der Dissidentenstellung sowohl im unmittelbaren persönlichen als auch im öffentlichen Raum bewahrt hat. Wenn auch innerhalb der herrschenden Verhältnisse agierend, unterlag er nicht der vorherrschenden Mitmachmentalität. Er hätte sich eine linke Gegenkraft gewünscht, noch mehr vielleicht eine ökologisch grundierte. All das existiert nicht wirklich und fehlt. Alles wird heute für den Erhalt des Falschen geopfert. Ich weiß nicht, ob bei Christian am Ende nicht immer die Hoffnung obsiegte. Wir kennen das alle. Wieder alle Hoffnung hoffen. Er behielt dabei aber auch immer einen skeptischen Blick. Ich war in unseren Gesprächen jedoch nicht in der Lage, mir Illusionen darüber zu machen, dass das Fortsetzen des globalisierten Kapitalismus etwas anderes als ökologische, soziale und politische Albträume gebären wird. Wenn nicht noch schnell aus dem Wabankspiel im ausgebrochenen Verteilungskrieg eine katastrophale Kulmination erwächst. Sicher ist, Christian Ströbele war kein Vertreter von Doppelstandards. Diese Ehrlichkeit machte bei manchen Differenzen, die wir auch hatten, die Basis aus, auf der wir uns begegnen konnten. Gegen diese Doppelstandards möchte ich hier in seinem Namen mit etwas schließen, was pars pro toto für viele Unverzichtbarkeiten stehen muss. Freiheit für Julian Assange. Ja! Danke. Vielen Dank, Karl-Heinz Delvo. Wir haben schon wieder überzogen, aber ich hatte gerade einen Gedanken. Es gab früher mal so eine Sendung, die hieß Wetten, dass, die hat alle Zeiten überzogen. Ich glaube, wir sollten uns ein Beispiel daran nennen, denn heute Abend ist wichtiger. Trotzdem als nächstes ganz kurz Musik vom Band.
Das war der Taz-Swing Ende der 70er von den drei Tornados in Berlin eingespielt. Eine der allerersten Werbemaßnahmen für die damals in Gründung befindliche Taz. Einer der drei Tornados ist heute Abend hier, Arnulf Rating, darf ich schon mal auf die Bühne bitten. Hier im Hintergrund sehen Sie übrigens wahrscheinlich das erste Redaktionsfoto der Taz, sagte Micha Sontheimer vorhin. Falls irgendjemand da noch jemanden drauf erkennt. Christian ist ganz rechts. Ah ja, da oben in der Ecke. Christian war auch da. Arnulf Rating, kommen Sie auf die Bühne, vielen Dank. Wer die Taz nicht hat, macht im Alltag schlapp, wenn ich das richtig verstanden habe. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, die singen da, wer die Taz nicht hat, macht im Alter schlapp. Das wäre im Blick auf die etwas ältere Taz-Leserschaft heute vielleicht gar nicht so falsch, das mal wieder aufzulegen. Ihre Beziehung zu Christian Ströbele hat aber mit dem Song jetzt erstmal eigentlich nichts zu tun, sondern Christian Ströbele, der Verteidiger, hat auch Sie mal verteidigt, weil Sie mit den drei Tornados ein Krippenspiel aufgeführt haben, bei dem Maria und Josef nicht nur ein Baby gekriegt haben, sondern vorher auch Sex hatten und zumindest darüber geredet haben, ob sie und so weiter. Und Christian Ströbele war der Verteidiger in einem berühmten Prozess, aber Sie können sicher mehr erzählen. Danke. Ja, erstmal schönen guten Tag. Liebe Juliane, liebe Trauergäste, ja, ich bin ein Mandant von Christian Ströbele gewesen, wir mit den drei Tornados, ich auch bei der Volkszählung, Karl-Heinz Delvo, mein Respekt, wir waren ja Leute, die gesagt haben, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung, allein schon aus dem Grund, weil wir dazu gar nicht fähig waren. Wenn wir Steine geworfen hätten, hätten wir die eigenen Leute getroffen und mit Waffen konnten wir überhaupt nicht umgehen. Also haben wir gesagt, unsere Waffe ist das Wort und gelegentlich auch der Witz. Und Christian war für mich ein Leitstern. Ein Leitstern ist ja ein Ziel, was man anpeilt, was man gleichwohl niemals erreicht. Und der Stern ist aufgegangen nach dem 2. Juni 1967. Das war der Startschuss, der Mord an Benno Ohnesorg. Und dann haben wir angefangen zu agieren. Und Christian war 12 Jahre älter als ich und damals schon in Berlin werdender Anwalt und schon am Kern des Geschehens. Ich war irgendwo in der Provinz in Wuppertal, aber als wir dann von der Kirche oder von der Staatsanwaltschaft angegriffen wurden, haben wir gesagt, wer kann uns verteidigen? Natürlich muss das Christian Ströbele sein. Es war so, wir waren damals als Teil der Spaßguerilla unterwegs mit den drei Tornados in Bayern 1980, als der Papst zu Besuch kam. Und man kann sich das damals gar nicht vorstellen. Es gab eigentlich nirgendwo in Pensionen einen Fernseher, aber auf einmal waren, wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, überall Fernseher in allen Gaststätten und überall war der Papst. Und wir haben uns gesagt, das kann doch nicht sein. Wir durften nicht ins Fernsehen, weil wir ja Sympathisanten waren und so, wurden mehrfach abgelehnt. Und der Papst ist dauernd im Fernsehen. Warum? Nur weil irgendwann mal ein uneheliches Kind vor 2000 Jahren geboren wurde. Dann haben wir gesagt, diese Geschichte müssen wir unseren Zuschauern nahebringen. Und das haben wir dann auf einer Autofahrt entwickelt. Mein Kollege Günther Theves war der Josef als einfacher Zimmermann mit Hut. Ich war die Maria mit einem blauen Tuch und wir lagen unter einem Laken im Bett. Und Josef drückte dann aus, was hier der Moderator schon, er wollte Sex haben oder geschlechtlich verkehren, wie der Jurist vielleicht sagen würde. Und Maria lehnte das schroff ab, weil sie sagte, auf keinen Fall vor der Ehe. Und dann drehte sich Josef beleidigt um. Und dann fing Maria langsam an mit einem Geständnis, Josef, ich habe meine Tage nicht bekommen. Und dann hat Josef gefragt, wer war das? Und Maria hat gesagt, der Heilige Geist. Und da ist Josef aufgesprungen, hat gesagt, der Heilige Geist, das muss ja ein schöner Heiliger Geist sein, der meine Verlobte hinter meinem Rücken von hinten bumst. Maria, sagte Josef, die Story kauft dir doch kein Mensch ab. Doch, sagte Maria, die kaufen sie uns ab, da waren schon welche da, die wollen da ein Buch drüber schreiben. Soll ein Bestseller werden. Und das war die Geschichte und das kam im Rundfunk, im Rotfunk, im Westdeutschen Rundfunk zur Abwicklung der sehr kritischen Sendung Radiothek. Und kurz darauf bildete sich eine Bürgerinitiative im katholischen Soest und der Intendant wachte auf aus seinem Massagesessel, wie wir ja heute wissen,
Und es kam zu einer Anklage wegen Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses. Der Gesinnungsparagraf, der ehemalige Gotteslästerungsparagraf 166. Und wir mussten uns verteidigen und da haben wir eine kleine Gemeinschaft von Anwälten zu Rate gezogen und federführend dabei war Christian Ströbele. Und dann sind wir gemeinsam mit juristischem Sachverstand auf diese Idee gekommen, dass wir die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Gerichts ablehnten, weil wir haben gesagt, über das Gespräch zwischen Maria und Josef können eigentlich nur Maria und Josef berichten. Die sind aber bereits länger verstorben und können hier nicht in Köln vor Gericht geladen werden. Und um alle Prozessbeteiligten ordnungsgemäß vor ein Gericht zu führen, schlagen wir vor, die Abgabe des Verfahrens an das jüngste Gericht. Dieser Antrag war formal ordentlich gestellt. Da musste das Gericht das Theater mitmachen, musste sich zur Beratung zurückziehen. Sie haben dann doch ihre Zuständigkeit beschlossen. Wir haben dann sehr viele Gutachter auftreten lassen, unter anderem Frau Uta Ranke-Heinemann, die bezeugt hat, als Professorin der Theologie, dass die Jungfräulichkeit Mariens kein Dogma der katholischen Kirche sei, sich also niemand hätte beleidigen können. Udo Lindenberg hat ein Gutachten geschickt, dass wir die Bibel nur in der Sprache der jungen Menschen übersetzt hätten. Und wir haben als Theaterwissenschaftler behauptet, man kann über so ein Stück nicht urteilen, wenn man da nur drüber redet. Wir müssen das vor Gericht vorführen. Das haben unsere Anwälte Christian Ströbele durchgesetzt. Und wir haben dieses Stück, also das Corpus Delicti sozusagen, vor Gericht vorgeführt. Die Zuschauer durften nicht lachen bei Androhung von 3 Tage Ordnungshaft. Wir wurden dann doch verurteilt. Freiheit der Kunst galt nicht so viel wie die Freiheit der Religionsausübung, die wir unserer Meinung nach nicht beschädigt hatten. In der Revision, heißt das, glaube ich, kam es dann dazu, dass der beisitzende Richter das Delikt einführen musste, indem er das selber mit verteilten Rollen vorgelesen hat. Das war eine der charmantesten Kabarettaufführungen, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und wir haben dann gemeinsam mit unseren Anwälten die Strategie entwickelt. Wir sind selber eine Glaubensgemeinschaft, weil wir glauben ja das, was wir erzählen. Der Erzengel Gabriel ist uns erschienen und hat uns gesagt, genau so war das, ich war dabei. Ich habe das meinen Kollegen erzählt, die glauben an mich und wir waren eine kleine Glaubensgemeinschaft und wir haben den Richter gebeten, uns als kleine Glaubensgemeinschaft, die ihre Gleichnisse vor Punkern und Hausbesetzern erzählt, vor der Verfolgung des Staatsanwalts zu schützen. Das hat der Richter nicht gemacht. Wir wurden dann irgendwann freigesprochen, aus Gründen, die ich heute gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also man wollte uns da loswerden. Die fanden das schon ungewöhnlich, dass bei so einem Prozess der Spiegel einen Vertreter geschickt hatte. Ja, und das war Christian, verteidigen sowas, einen Freiraum schaffen für Quatsch eigentlich und dabei auch gleichzeitig noch ein bisschen die Justiz und die katholische Kirche vorzuführen. Die katholische Kirche, die ja bis heute von der Justiz nicht in den Griff zu bekommen ist, wo der Papst also Experten schickt, die sich in der Sakristei auskennen, nach Köln zu Herrn Wölki, die dann feststellen, das ist kein Verbrechen, das ist ein Kardinalfehler, was da passiert ist. Also, und es war auch nachher bei der Volkszählung immer schön, einen Anwalt zu haben, der klar war, der eine moralische Größe war, der menschlich integer war und auch gleichzeitig intelligent und locker. Sowas trifft man selten. Und das hat Christian Ströbele auch als Anwalt im Bundestag gemacht. Es ist ja aus heutiger Sicht peinlich, dass es nur einen gab, der die Einsätze in Afghanistan nicht abgenickt hat. Das war Christian Ströbele. Er war ein Anwalt, moralisch integer, klug, intelligent, lebensfroh und als Leitstern wird er umso heller strahlen, je dunkler es um uns wird. Danke.
Eine Versöhnungsfeier der einander bekämpfenden linken Gruppen und Grüppchen. Projekte wurden vorgestellt und diskutiert, wie jenes utopisch anmutende einer linken Tageszeitung. Als wir an dieses Projekt der Tageszeitung gegangen sind, wurde uns von vielen linken Gruppen und Personen, die bereits in den letzten Jahren und Jahrzehnten an dem Projekt linke Tageszeitung gearbeitet haben, immer wieder vorgehalten, das ist nicht realisierbar, das geht vielleicht in Frankreich, in Italien, vielleicht auch noch in Dänemark, aber nicht in der Bundesrepublik. Aber ich meine, wenn es möglich ist, dass wenige Organisatoren in kürzester Zeit mit wenigsten Mitteln es erreichen, dass 25.000 sich auf die Reise nach Tunix begeben, dann muss es auch möglich sein, eine Tageszeitung in wesentlich längerer Zeit mit wesentlich größerer Beteiligung in der Bundesrepublik durchzusetzen. Tunix sollte ein Ende machen mit der Abkapselung und Resignation der Linken. Hans-Christian Ströbele, Strafverteidiger mit Berufsverbot, sieht sich schon fast als Zeitungsmacher. Er fordert Unerhörtes, nämlich, dass unser Korrespondent aus dem Frankfurter Waldstadion berichtet, dass Hertha BSC die Frankfurter Eintracht 5:0 geschlagen hat. Rückbesinnung auf die gemeinsame Ausgangsbasis der studentischen Linken. Ein wenig APO-Nostalgie. Anknüpfung an Bürgerinitiativen gegen Kernkraft und für Umweltschutz. Sie haben eben die Urstunde der Taz erlebt. Und was war Christian Ströbele für die Taz? Übervater, Gründungsvater, jemand, der mit Brötchen und Marmelade die neu gegründete Redaktion mal gerade so vor dem Verhungern rettete? Und was war die Taz für Christian? Sicher ein Herzensprojekt, aber auch eines, das ihn manchmal in Melancholie stürzte. Wie sagte er so schön bei der Einweihung des neuen Taz-Hauses: Ich wünsche mir ganz vermessen, dass die Taz eine linke, ja auch eine radikale Zeitung bleibt. Zwei Menschen, die ganz viel zu Christian und der Taz sagen können, sind Gisela Wölfing und Kalle Ruch. Kalle als fast ewiger Geschäftsführer der Taz, Gisela Wölfing als Taz-Mitgründerin, als Feministin, Publizistin und Politikerin. Bitte. Gelernt. Jetzt wird es ein bisschen ernster als vorher. Und Kalle, nein, auf die Minute. Ein kurzer Blick zurück auf eine lange Strecke. Zwei lebensgeschichtlich bedeutsame Entscheidungen, auf die Christian maßgeblich Einfluss hatte, möchte ich vortragen. Eine E-Mail von ihm im November 2021 weckte Erinnerungen an das Lebensgefühl der 70er Jahre. Er schrieb mir anlässlich meines Abschieds aus dem Kuratorium der Taz-Panther-Stiftung: Die wenigsten wissen, ein Zitat, dass es am Anfang zwei Taz-Innis gab, die miteinander konkurrierten. Schon vor Gründung der Taz und dann weiter danach in der Taz. Die einen arbeiteten für eine radikale linke Tageszeitung in Frankfurt, die anderen in Berlin für eine ebensolche. Man wusste wenig voneinander bis zum Tunix-Kongress Anfang 1978. Es sind übrigens drei Frauen nach Berlin gefahren, um das zusammenzubringen. Danach wurde es eine Inni, aber mit bleibender Konkurrenz. Du kamst aus Frankfurt. Wo soll die Zentralredaktion angesiedelt sein? Frankfurt oder Berlin? Für Frankfurt sprach vieles, wie er sagt, schrieb, vor allem gab es dort mehr Personen, die sich im Zeitungsmachen auskannten. Aber die Mehrheit der Tatzler entschied sich für Berlin, vor allem aus finanziellen Gründen. Du warst danach unverzichtbar, um die Wogen in Frankfurt zu glätten
und möglichst alle beim Projekt zu halten. Christian sprach in der Mail lediglich den finanziellen Aspekt an. Zu ergänzen ist, dass die Wogen auch deshalb so hoch hin und her gingen, weil sich die meisten Taz-Initiativen für Berlin aussprachen, um die Zeitung als radikales Sprachrohr für alle Bewegungen zu sichern. Auch dafür stand Christian. Das Frankfurter Konzept dagegen war ihnen suspekt. Diesem zufolge sollten letztendlich die Zeitungsmacherinnen und Zeitungsmacher selbst darüber entscheiden, was gedruckt wird. Das passte in diesen Tagen gar nicht zu dem Bild einer bundesweit sichtbaren antiautoritären Gegenöffentlichkeit. Wie bekannt etablierte sich die Taz in Berlin. Aber gerade weil Christian kein Eiferer war, versuchte er nicht autoritär und verbohrt, Themen und Texte nach seinen Vorstellungen auszurichten. Diese Toleranz half vielen, sich wegen der Berlin-Entscheidung nicht in ideologische Machtkämpfe zu verheddern und beleidigt zu sein. Auf diese Weise konnten dann schließlich alle das tägliche Zeitungmachen üben. Damit das Projekt Taz überhaupt zustande kam, galt es, wie Christian sagte, die Wogen zu glätten. Aus diesem Grund machten mir der Frankfurter Jurist Thomas Hartmann und der Berliner Jurist Christian Ströbele folgenden Vorschlag. Ich solle bitte erst nach dem zuverlässigen täglichen Erscheinen der Taz mein Jurastudium wieder aufnehmen und bis dahin der verlängerte Arm zwischen Frankfurt und Berlin bleiben. Stimmt. Sie argumentierten mit dem Versprechen, mir anschließend tatkräftig beim Examen zu helfen. Was beide nicht wussten, für meine Entscheidung, Jura zu studieren, spielte Christian Ströbele eine wesentliche Rolle. Ursprünglich hatte ich nämlich angefangen, mit 27 Jahren Germanistik zu studieren. Und gleichzeitig war ich auch in der Frankfurter Roten Hilfe engagiert. Entsprechend aufmerksam verfolgte ich die Gerichtsprozesse gegen die politischen Gefangenen. Als Holger Mainz an den Folgen des Hungerstreiks wegen der Haftbedingungen am 9. November 1974 starb, konnte ich nicht mehr einfach Gotthold, Ephraim Lessing oder zu Heinrich Heine übergehen. Wie konnte ich als aufrechter Mensch bestehen bleiben? Mich quälte die Frage, was ich als Nachkriegskind anders und besser machen kann als die Vorgängergeneration. Wer Enkeltochter und Tochter von SS-Angehörigen ist, hört nie auf, nach positiven Vorbildern zu suchen. Ein solches Vorbild war für mich zu diesem Zeitpunkt der Verteidiger von Holger Mainz, Christian Ströbele. Wir besetzten damals das Goethehaus in unserer Hilflosigkeit. Er und seine Juristenkollegen zeigten mir mit ihrem Engagement, wie man ein guter Mensch bleiben konnte, ohne dem Befehl des bewaffneten Kampfes Folge zu leisten. Ich entschied mich also für das mühsame Studium der Rechtswissenschaft. Dies schien mir der moralisch richtige Weg. Schlussendlich verzichtete ich trotz einiger Semester Jura dann doch auf das Angebot des professionellen Tutoriums von Thomas und Christian und entschied mich für die Arbeit in der Taz. Für mich machte es mehr Sinn, zwischen Frankfurt und Berlin zu pendeln, um die Stadt Taz zu stabilisieren, und ich wurde lieber Geschäftsführerin der Frankfurter Taz GmbH und natürlich Berichterstatterin aus Hessen. Ausgerechnet er, Christian Ströbele, mein leuchtendes, legales Vorbild im deutschen Herbst, befreite mich Jahre später von dieser Paragraphenstrafarbeit. Dem Studium konnte ich Adieu und zur Taz Ja sagen. Ja,
Guten Abend. Ich war bei dieser Veranstaltung dabei, die wir vorhin gesehen haben. Und diese letzten Szenen, ich weiß nicht, ob ihr sie erinnert, mit der Windmühle, da gab es auch einen Bericht eines Fernsehmagazins Monitor, das war so ein linkes Politmagazin damals vom WDR. Die schilderten das, diese Veitstänze der Langhaarigen da. Und die Moderatorin sagte, diese jungen Menschen stellen sich vor, dass so einmal die Stromversorgung in Deutschland funktioniert. Und heute stehen diese Dinger überall rum. Und das zeigt also, welchen Impuls Tunix gegeben hat, also für viele Projekte, die damals auf den Weg gegangen sind. Mein Leben hat es verändert, weil ich war bei dieser Veranstaltung dabei und bin dann eine Woche später oder vielleicht auch zwei Wochen später zu einem Treffen der Berliner TAZ-Initiative in die Hermannstraße, Fabriketage, Berliner Lehrerzentrum gegangen. Da saßen einige Dutzend junge Leute im Stuhlkreis. Ströbele fiel schon deswegen auf, weil er doch etwas älter war als die meist 23-, 24-Jährigen. Und man hatte auch nicht das Gefühl, dass man sonderlich willkommen wäre, weil die, die schon länger dabei waren, also es gab ja schon viele Gespräche vor, es gab schon den Verein Freunde der Alternativen Tageszeitung, also viele, die schon länger dabei waren, die waren sehr skeptisch gegenüber den neuen Gesichtern, die da jetzt nach Tunix irgendwie die Welt verändern wollten. Ich glaube, das Erste, was Christian mich dann gefragt hat, ich weiß nicht mehr aus welchem Grunde, vielleicht wegen der Frisur oder sonst was, ob ich mal beim KBW war. War ich nie. Also, so fing das an. Ich erinnere mich bei diesem Treffen in der Hermannstraße dann an zwei Themen, die aufkamen. Also Christian war deutlich der Anführer dieser ganzen Gruppe da und leitete auch die Themen. Ein Thema, was ich mich erinnere, war, er hatte gerade einen Laden in der Suarezstraße angemietet, das erste TAZ-Büro. Und es wurde darüber diskutiert, wie renoviert werden soll. Und ich erinnere mich an den Satz, das Wichtigste ist der Teppich. Neulich hat aus gegebenem Anlass einer an Christian erinnert und hat seine handwerklichen Gene hervorgerufen. Das stimmt tatsächlich. Er hatte wirklich sehr handwerkliche Gene. Also diese Fotos, die es ja auch gibt vom Fensterputzen in der TAZ oder die praktischen Kuchen- oder Brötchenlieferungen, die mit ihm immer kamen, da hatte er ein ganz gutes Gefühl für solche Dinge. Das andere, was bei diesem Treffen in der Hermannstraße diskutiert wurde, war die Angst davor, was nun nach Tunix passieren würde. Das ist die ganz große Angst davor, dass die sich neu gründenden TAZ-Initiativen von irgendwelchen Leuten aus den zerbröselnden K-Gruppen übernommen werden könnte. Es wurde so etwas wie Patenschaften diskutiert, dass Initiativen gegenüber Nachbarinitiativen die Patenschaften übernehmen oder auch einzelne Leute nur in den Verein dann reinkamen, wenn irgendjemand für ihn gebürgt hatte. Christians Halt in der TAZ war eigentlich immer dieser Verein Freunde der Alternativen Tageszeitung. Gegendert wurde damals noch nicht, es waren Freunde der Alternativen Tageszeitung. Obwohl die TAZ ja dann mit dem großen I irgendwann kam, sind es nie Freundinnen geworden. Aber für Christian war der Verein immer sehr wichtig und es ging ihm, glaube ich, um die basisdemokratische Struktur der TAZ. Er hat in der Arbeit der Redaktion oder des Verlages später war er nie beteiligt, er hat aber immer dafür gesorgt, dass dieser Verein funktionierte. Der Verein, die TAZ waren 27 Initiativen am Höhepunkt und man traf sich alle halbe Jahre zu Vereinsmitgliederversammlungen. Wir nannten das nationale Treffen. Die fanden am Anfang, als es noch keine tägliche Ausgabe gab, in vielen verschiedenen Städten statt. Man fuhr dann dorthin, also ich bin oft mit Ströbele gefahren und daher weiß ich, wie begeistert der Autofahrer er war und auch, dass er zeitweilig, nur kurze Zeit, einen Porsche in seinem Besitz hatte. Geliehen, also in seinem Besitz, also nicht Eigentum, sondern Leasing. Und für ihn war der Verein wirklich das Wichtigste und es wurde viel diskutiert und man denkt sich ja bei solchen vielen Diskussionen, da kann nichts bei rumkommen. Das stimmt aber nicht, weil Christian war da, um dazu
aufzufordern, auch die Beschlüsse zu fassen, und er hat dann doch die Beschlüsse protokolliert. Tunix war im Januar 78, dieses Treffen, von dem Gisela berichtet hat, aus Frankfurt, wo dann die Entscheidung für West-Berlin als Standort der Zentralredaktion getroffen wurde und nicht für Frankfurt, wo jede anständige Zeitung erschienen war bis dahin. Das war nicht mal ein Jahr, es war seitdem vergangen. Und dass der Verein dann tatsächlich so funktionierte, dass es zu Entscheidungen gab und Entscheidungen auch umgesetzt wurde und auch etwas gemacht wurde, das war im Wesentlichen Christians Arbeit. Die Zeit zwischen der Entscheidung von Frankfurt, das war dann Dezember 78, und dem ersten täglichen Erscheinen, war wahrscheinlich die spannendste überhaupt für die Taz. Es war ja eine Entscheidung da, wir machen eine überregionale Tageszeitung in West-Berlin. Wir hatten seit Tunix oder seit kurz nach Tunix dann auch für Vorausabonnements geworben. Christian saß auf den Geldern dieser Vorausabonnements, die wurden ja nicht nur gezeichnet, sondern auch bezahlt. Und als die Entscheidung dann fiel für Berlin als Zentralredaktion, da mussten natürlich dann irgendwann mal Verträge gemacht werden. Es mussten Räume gemietet werden, es mussten Maschinen gekauft werden und so weiter und so weiter. Und es war aber praktisch, also es war so eine ähnliche Situation wie bei der Ampel heute. Es gab eine Schuldenbremse. Christian war wie der andere Christian, derjenige sagte, die steht aber im Grundgesetz. Wir haben den Förderern versprochen, dass wir das Geld nicht vorher ausgeben, bevor dann die Taz auch erscheint. Und dann mussten eben andere Wege gefunden werden. Die Lösung war, dass solche Abschreibungsgesellschaften, wie sie damals in Berlin üblich waren, gegründet wurden. Auch da hatte Christian ein Auge drauf. Also er war im Verein damals Vorstand. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, er war so etwas wie der Aufsichtsrat der Taz und achtete darauf, dass auch gerade mit Geld seriös umgegangen wurde. Für die Gründung dieser Abschreibungsgesellschaften, GmbHs und GmbH und Co. KGs, suchte er dann befreundete Anwälte. Ein paar sehe ich hier in der ersten Reihe. Und die waren dann die Treuhänder, die diese Gesellschaften gründeten. Und wir waren dann später die Geschäftsführer oder die Manager, die Zeit. Und das funktionierte. Der Verein funktionierte, er funktionierte auch die ganzen so 10 oder 12 Jahre. Der Verein ist immer noch nicht aufgelöst. Ich habe jedenfalls nicht davon gehört, dass dieser Verein jemals aufgelöst wurde. Den gibt es bestimmt noch. Den muss Johnny dann in seiner Erbschaft dann irgendwie weiterverwalten. Und der Verein hat, obwohl er so basisdemokratisch funktionierte, hat er wegweisende Entscheidungen getroffen. Einer hat Gisela gesagt mit der Entscheidung für West-Berlin. Es wurde nach Tschernobyl, da ging es der Taz ganz gut, die Entscheidung getroffen, ein Haus in der Kochstraße, eins zu kaufen, eins zu bauen. Das war auch basisdemokratisch. Die Taz entschied sich dafür, als die Mauer fiel, eine Osttaz zu machen, auch ganz basisdemokratisch. Aber irgendwann kam dann die große Krise. Die Berlin-Förderungen hörten auf. Berlin wurde teuer. Mit dem einfachen Einheitslohn der Taz konnte man nicht mehr leben. Es gab riesige Auseinandersetzungen in der Taz. Die einen wollten verkaufen, entweder an einen großen Verlag oder an einen guten Investor. Andere wollten die Taz unabhängig halten, auch Christian. Die Lösung oder die Idee für eine Lösung kam aus Hamburg vom Revisionsverband der Konsumgenossenschaften, hieß das damals. Da gab es einen Justiziar, der hieß Olaf Scholz. Man ahnte nicht, dass der mal regierender Bürgermeister und dann noch mehr werden würde. Christian war an diesen Diskussionen beteiligt und setzte sich sehr dafür ein, dass die für ihn wichtigen Essentials, das Positive aus diesem Verein Freunde der alternativen Tages, nämlich die Mitarbeitereinfluss, dass der in der Genossenschaft bewahrt wurde. Deswegen ist die Genossenschaft eine ziemlich komplexe Konstruktion. Es ist eine Produktionsgenossenschaft, in der die Taz-Mitarbeitenden Genossinnen sind, eine Produktionsgenossenschaft innerhalb einer Konsumgenossenschaft, wo über 20.000 Menschen beteiligt sind, Genossinnen beteiligt sind, die das Geld geben. Du musst aufhören. Ja, aber es interessiert die Leute doch, die hören doch ganz aufmerksam. Und diese Lösung hat über viele Jahre funktioniert. Christian war dann gar nicht mehr beteiligt. Er ist inzwischen an der Taz-Panther-Stiftung, hat er dann mitgemacht. Und
dass es so gut funktioniert und immer besser. Also man sieht ja auch im Mediengeschäft, dass selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk inzwischen das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Dass diese Taz so wunderbar funktioniert, ist dem von Christian zu danken. Deswegen, wenn du sagst, Übervater, ich sage Übervater mit guter Laune, da hat die Taz ihm wirklich viel zu verdanken. So. Wir gehen. Danke Gisela und danke Kalle für die Taz-Geschichte, aber beim Tunix-Kongress 1978, da war ja nicht nur Keimzelle der Taz, sondern auch von vielen, vielen anderen Projekten. Eins davon war so eine kleine Parteigründung und deshalb bitte ich jetzt als nächstes Wolfgang Wieland auf die Bühne. Der ist schon wieder Jurist. Er war zwischendurch auch mal ganz kurz Justizsenator hier in Berlin, lange Zeit Abgeordneter der Grünen im Abgeordnetenhaus und später auch Bundestagsabgeordneter, ein begnadeter Redner aus dem Stegreif, deshalb freue ich mich, dass er heute Abend hier redet, aber hier unter anderem auch, um genau zu erzählen, als Mitgründer der AL, wie sie damals hieß, welche Rolle dabei Christian gespielt hat oder auch nicht. Wolfgang Wieland, bitteschön. Ja, vielen Dank. Da ich ja nun Anwalt bin, gibt es erstmal eine Gegendarstellung zu dem Meister der Gegendarstellung, Johnny Eisenberg. Falsch ist, dass nach diesen Nahost-Äußerungen die Grünen Christian nun fallen gelassen hätten und so lange als Person missachtet hätten, bis er dann 98 das Direktmandat in Kreuzberg errungen habe. Christian hat 98 kein Direktmandat in Kreuzberg errungen. Er wurde über die Berliner Landesliste in den Bundestag geschickt auf Platz 2. Dass das nicht schon 94 geschah, als er auch kandidierte, lag daran, dass wir 94 noch eine sogenannte Ostquote hatten, neben der sogenannten harten Frauenquote. Und Christian den schönen Satz sagte, ich kandidiere auf dem Platz, auf dem meine Partei mich kandidieren lässt. Das tat er dann auch, aber es reichte eben leider nicht, weil der Platz 2, der Männerplatz, der als einziger in Frage kam, eben durch Ost besetzt war. Und er wurde so sehr geschnitten in den 90er Jahren, dass er Mitte der 90er Jahre in unseren Landesvorstand einzog und in unserem Landesvorstand arbeitete. Also das alles ist so nicht richtig. Und um es noch zu sagen, weil ich nicht weiß, ob Jürgen nun die Berliner Daten im Kopf hat, 2002 hat Christian dann tatsächlich verloren in der Auseinandersetzung um einen Platz auf der Landesliste. Das war eine Mitgliedervollversammlung, wo es eine knappe Mehrheit für Werner Schulz gegeben hat. Wieder um den einzigen Männerplatz, der da in Frage kam. Und daraufhin hat dann Christian in Friedrichshain-Kreuzberg sein Direktmandat gewonnen und seitdem immer wieder gewonnen. Von einem Fallenlassen durch die Berliner Grünen kann nun wirklich keine Rede sein. Wir waren immer stolz auf Christian, und zwar alle, auch streitig mit ihm auseinandergesetzt, natürlich. Aber wie es hier schon gesagt wurde und was auch mein persönliches Empfinden immer war, wenn Christian kam, ging das Licht an und war die Stimmung gut. Ja, einen ähnlichen Effekt, den ich auch zu Christian Semmler immer gesagt habe. Bei allem, was man persönlich auch streitig haben konnte, es war immer angenehm, aufeinanderzutreffen. Richtig ist, was Johnny zu der Verurteilung von Christian gesagt hat. Das war für uns als junge Anwälte, ich war damals noch Gerichtsreferendar, existenziell. Er wurde an seinem Arbeitsplatz im Gericht in Moabit verhaftet. Der Haftbefehl lag vor. Und am gleichen Tag machten wir noch eine Demonstration von der Meyer-Otto-Straße, von dem Büro, wo Henning Spangenberg mit erhobener Faust eine feurige Ansprache hielt, zum Knast, U-Haftanstalt in Moabit. Und Christian hat später gesagt, dass er unsere Parolen dort gehört hat und dass er sich gefreut hat. Und dann gab es einen Haftverschonungsbeschluss, den habe ich heute noch im Kopf. Da sprachen zwei Momente für ihn, deswegen kam er raus. Erstens, dass er verheiratet ist und zweitens, dass er eine Eigentumswohnung hat. Und ja, und wir Referendare
haben uns natürlich gesagt, für eine Eigentumswohnung reicht's noch nicht bei unserem Salär. Vielleicht sollten wir heiraten. Beides war damals recht verpönt, muss man in der Zeitmaschine wissen. Und auch an die Verhandlung von dem Ehrengerichtshof habe ich noch eine sehr lebhafte Erinnerung. Wir saßen dort als Anwälte hinten drin und es stand das Berufsverbot spitz auf Knopf. Die Staatsanwaltschaft klagte an. Es waren Anwälte, liberale Anwälte glücklicherweise, und es waren Richter am Kammergericht. Und die Verhandlung zog sich. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, zwischendurch den Hund Bubu Ströbele aus dem Auto heraus Gassi zu führen. Das Besondere war, dieser Hund sprach nur Französisch, beziehungsweise er kläffte wie jeder Hund, aber die Kommandos mussten auf Französisch gegeben werden. Also nicht Platz, sondern Assez-toi. Aber auch das haben wir geschafft und am Ende stand dann ein Freispruch. Und das war für uns unglaublich wichtig, dass das so geschah. Und deswegen, weil so viel auch verbunden war mit Christian, fanden wir es zunächst nicht gut, dass er zwar am Gründungsprozess der TAZ sowieso, aber auch der AL beteiligt war, aber als die AL dann gegründet wurde, ausdrücklich nicht beitrat. Er wurde kein Gründungsmitglied, so wenig wie Otto Schilly. Otto Schilly erzählte der Presse, er habe Busse aus Dortmund gesehen bei dem Gründungskongress. Die gab es nun wirklich nicht. Es war in der Hasenheide in der Neuen Welt. Aber auch Christian hatte Angst. Und diese Angst war aus vorherigem Tun berechtigt. Das will ich gerne sagen, dass diese neu gegründete Partei von K-Gruppen dominiert würde, hier insbesondere von der KPDAO, die sich KPD nannte. Es zeigte sich dann, dass diese Angst unbegründet war. Im Gegenteil, die alternative Liste, aber auch die bunten Listen in Hamburg, in Bielefeld und überall haben den Zerfall der K-Gruppen enorm beschleunigt. Sie haben im Grunde ihr absehbares Ende beschleunigt herbeigeführt. 1980 war es dann auch vorbei. Und wir waren nun keine beleidigten Leberwürste wie Scholz, dass die beiden nicht zu uns gekommen sind, sondern haben uns bemüht, dass sie diesen Weg gehen. Das taten sie auch. Christian mit der Aussicht, dass er in den Bundestag für die AL einziehen könne. Damals noch wurden die Berliner Abgeordneten nicht gewählt von der Bevölkerung, sondern aus dem Abgeordnetenhaus geschickt. Wir hatten da also einen Sitz nach Dont und wir konnten ihn Christian aufs Auge drücken als Nachrücker nach Dirk Schneider, dem Stasi-Spion in unseren Reihen. Dann wäre eigentlich Rebecca Schmidt die Nächste gewesen, die verzichtete aus freien Stücken, sodass Christian dann 1985 bis 87 im Bundestag für uns war, unser Mann in Bonn gewesen ist. Er hat dort im Flick-Untersuchungsausschuss mitgearbeitet, hat aber auch sich sehr, das wird wenig daran erinnert, für Migranten und Flüchtlinge eingesetzt, damals ein ganz großes Thema. Er ist nachts dazugegangen in Helmstedt, wenn Flüchtlinge aus Berlin mit dem Interzonenzug, den es damals noch gab, dorthin gebracht wurden, hat gesehen, dass sie nicht in Abschiebehaft gleichkommen und hat sich da äußerst eingesetzt. Deswegen war es dann quasi ein Selbstläufer, dass er nach dieser Zeit hier bei uns, das nannte sich Sprecher des geschäftsführenden Ausschusses, wurde. Und es in der entscheidenden Phase, als dann Rot-Grün unter Walter Momper gemacht wurde, auch war. Er konnte dann eine Koalitionsvereinbarung unterschreiben, in der die politische Staatsanwaltschaft für aufgelöst erklärt wurde. Jene Staatsanwaltschaft, die ihm 10 Jahre vorher noch ein Berufsverbot verpassen wollte. Das wurde dann sogar umgesetzt unter Jutta Limbach als Justizsenatorin. Und wenn man wissen will, wie wichtig Christian in diesen Jahren 87, 88, 89 gewesen ist,
dann muss man sich ein bisschen noch mal in Erinnerung führen, was wir damals hatten. Wir hatten zwei Reagan-Besuche mit größten Auseinandersetzungen auf Berlins Straßen. Wir hatten eine Volkszählung, die dazu führte, dass die gesamte Post, die in unserem Parteibüro einging, in der Badischen Straße beschlagnahmt wurde, weil dieses gleichzeitig ein Volkszählungsbüro war, wie hunderte andere Läden und Stellen in dieser Stadt. Alle Post kam in einen blauen Sack und landete bei der Staatsanwaltschaft. Wir haben festgestellt in dieser Zeit, dass der Berliner Verfassungsschutz nicht nur bei der Taz saß, sondern auch bei der AL saß, und das waren alles Themen, die Christian natürlich aufgegriffen hat. Und last but not least, das darf man auch nicht vergessen, er ging in den Ostteil der Stadt, er ging in die Gethsemane-Kirche, er ging in die Zionskirche und er war solidarisch mit der Opposition, die sich dort herausgebildet hatte. Er kam wieder und sagte den Satz, den ich auch noch im Ohr habe: Die reden so wie wir vor 20 Jahren und die sehen auch so aus wie wir vor 20 Jahren. So war Christian. Er spielte natürlich immer eine Sonderrolle. Er brachte zu den Sitzungen des GA, des Parteivorstandes, einen mobilen Fernseher mit, richtete die Antenne aus mit Batterie und sah sich, egal welcher Tagesordnungspunkt dran war, um 20 Uhr die Tagesschau an. Es gab damals noch keine Handys, keine Push-Nachrichten, aber es wurde akzeptiert. Christian wurde auch in seiner Einzigartigkeit, die durchaus da war, wurde es akzeptiert. Und als solcher war er jedenfalls bei uns als AL und später dann auch, als wir die Grünen wurden, anerkannt. Für uns ist sein Tod auch ein großer Verlust. Das ist so. Und ich denke und hoffe und bin sehr froh, dass ihr das hier organisiert habt von der Taz und von den Taz-Panthern. Das hätte eigentlich meine Partei machen müssen, aber so ist das auch gut. So ist das auch gut. Deswegen zum Abschied nochmal vielen oder zum Abschluss hier vielen Dank, liebe Taz. Gabi Gottwald, ist sie da? Ja, da kommt sie. Auch Gabi Gottwald hatte mal was mit der Taz zu tun. Sie hat sich zu Beginn um Verlagsfragen gekümmert. Aber wichtiger ist ihre politische Karriere. Als Abgeordnete der Grünen zog sie 1980 in den Bundestag ein. Heute ist sie Mitglied der Linken. Solidarität mit dem globalen Süden und Sozialpolitik sind ja immer wichtige Themen gewesen. Und was verbindet sie mit Christian Ströbele? Danke. Und ich muss sie leiden. Sie müssen in der Zeit bleiben. Schönen guten Abend,
liebe Juliana, liebe alle. Christian war Internationalist mit allen Fasern seines Herzens. Solidarität mit Unterdrückten, faktisch Rechtlosen, war für ihn immer auch eine internationale Angelegenheit. Staatliche Willkür war ihm zuwider. Das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverteidigung war selbstverständlich. Sein politisches Handeln war geprägt durch große Empathie für die Notlagen und den Schmerz anderer und einem sehr scharfen analytischen Verstand. Mit seiner Frau Juliana war er 1980 in Guatemala. Das dort Erlebte hat ihn aufgewühlt und den Grundstein für seine besondere Nähe zu Mittelamerika gelegt. Seine Unterstützung gerade für den indigenen Widerstand hatte viele Jahre Kontinuität. Seine erste Rede im Bundestag im April 1985 galt Guatemala und der Kritik der Entwicklungshilfe. 1986 initiierte er mit anderen Grünen einen vielbeachteten Aufruf zum Stopp der Polizeihilfe an Guatemala. Mittelamerika war damals der Ort systematischer und bestialischer Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig sprossen sozialrevolutionäre Bewegungen. In Nicaragua hatten die Sandinisten die Regierung erkämpft. Die USA erklärten den Isthmus zu ihrem Hinterhof, machten ihn zum Kampfplatz des Ost-West-Konflikts. Sie waren die Finanziers, Ausbilder und politischen Steigbügelhalter der Militärdiktaturen. Die Bundesregierung machte sich zu ihren Komplizen aus Bündnislogik. In dieser Situation hat Christian 1980 kühn und klug mit Kollegen der Taz die legendäre Kampagne Waffen für El Salvador ins Leben gerufen. Dieser provokative Regelbruch war ein genialer Schachzug, das Thema auf die öffentliche politische Agenda zu setzen. Es führte nicht nur innerhalb der Taz zu Auseinandersetzungen, sondern setzte auch das politische Establishment in Aufregung. Die Stärke der Guerilla zwang Anfang 1992 Militär und Regierung zu einem Friedensabkommen. Die offensive Unterstützung der FMLN von Christian und der Taz war radikal, ja, aber sie war eben auch rational. Christians jahrelange Solidarität mit den Sandinisten in Nicaragua zerbröselte bereits vor Jahren. Im April 2018 schlug Präsident Ortega einen politischen Aufruhr blutig nieder und errichtete erneut eine Familiendiktatur. Christian gehörte zu den Erstunterzeichnern eines Aufrufs, der den Rücktritt des Regimes forderte. Alles falsch gemacht? Christian bekräftigte noch im April diesen Jahres in der Taz, die Sandinisten zu unterstützen, sei genauso richtig gewesen wie die Waffenkampagne. Oh, er lebte die moralischen Zeigefinger und beständigen Warner, die die Geschichte nur von hinten lasen und dabei stets den eigenen Werdegang ausblendeten. 1985 war ich mit Christian und anderen Grünen in Guatemala und Honduras, wo Wahlen anstanden. In Honduras begleiteten wir die Christdemokraten im Wahlkampf. Sie waren klein, radikal, sozial, ihre Parteifarbe war grün. Der Kandidat war super nett. Christian hatte echt Spaß an dieser Geschichte. Es war nicht unser internationaler Partner, keineswegs. Aber so what? Es war eine gute Sache. Christian war kein Pazifist, er war eher Antimilitarist. Er bezweifelte die Zweckmäßigkeit militärischer Aktionen und bestand auf Wahrung des Völkerrechts. Sein Verhältnis zur NATO war recht unversöhnlich. Out-of-Area-Einsätze lehnte er grundsätzlich ab, denn sie unterminierten das UN-System. Der Kosovo-Krieg 1999 war für Christian ein Desaster. Die NATO bombardierte Serbien, ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Die deutsche Beteiligung verstieß gegen das Grundgesetz. Zur Legitimation wurden historische Vergleiche bemüht, die falsch und geschmacklos waren. Im Bundestag sollte am 25.03.1999 die Zeitenwende wortlos, ohne Kommentar geschehen.
Doch Christian erzwang dort eine Debatte. Er war erschüttert und sagte: Ich schäme mich für mein Land, das jetzt wieder im Kosovo Krieg führt und das wieder Bomben auf Belgrad wirft. Auf dem Sonderparteitag im Mai 99 war er mit einem Antrag in den Ring gegangen. Doch er verlor die Kampfabstimmung. Den Einsatz der NATO in Afghanistan lehnte er natürlich ab. Er stimmte gegen die Beteiligung der Bundeswehr. Es lohnt sich, seine Begründung gegen die Operation Enduring Freedom zu lesen. Seine Warnungen und Vorhersagungen dürften heute als gesicherte Erkenntnis gelten. Ganz anders, dem UN-Einsatz UNAMID in Darfur stimmte er zu. Und er kritisierte heftig, dass es in Ruanda 1994 keinen UN-Kampfeinsatz zur Verhinderung des Völkermords gegeben hatte. Eine kleine Anekdote zum Schluss, drei Sätze. Es muss so ungefähr 84 gewesen sein. Die CDU hatte irgendeine Postille herausgegeben zum Thema Terrorismus. Und es befand sich dort ein Foto, sehr, relativ groß, von mir als Abgeordnete, die von der Polizei abgeführt wurde. Ich war etwas ratlos und fragte Christian um Hilfe. Er sagte: Das geht gar nicht, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist ein Fall für Johnny. Presserecht, Medienrecht, ich rede mit ihm. Und Johnny, ich weiß nicht, ob er sich noch erinnern kann, hat diesen Fall übernommen. Die CDU musste klein beigeben und mir zusätzlich 1.000 Mark überweisen. Und an so einer Geschichte hatte Christian aber so richtig Spaß. Und er stand vor mir und grinste über beide Backen und sagte: Gabi, das muss aber klar sein. Die Kohle von der CDU kommt auf Saffenkonto. Und so war es auch. Auch nach der Stationierung der KFOR-Truppen im Kosovo sind Zehntausende von Roma und anderen dort mit Gewalt vertrieben worden. Die Dörfer haben gebrannt, die Leute sind sind mit körperlicher Gewalt bedroht worden, sind verletzt worden, es sind auch Einzelne getötet worden, sind vertrieben worden. Unterhalten sich mal mit den Roma, die in den Nachbarländern sind oder die bis nach Deutschland gekommen sind und in den Nachbarländern heute noch in Lagern leben. Das heißt, dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Und das andere Ziel, nämlich die Verhinderung der Selbstständigkeit des Kosovo, ist auch nicht erreicht worden. Der Verteidigungsminister feiert das sogar als einen großen Erfolg, dass das jetzt ein unabhängiger Staat geworden ist. Das war aber nicht der Auftrag der deutschen Soldaten, die dort hingeschickt worden sind damals. Wie geht es weiter? Welche Drohnen werden in Zukunft eingesetzt? Sie, Herr Minister, können es offenbar kaum erwarten, dass Deutschland auch über Kampfdrohnen verfügt und Sie die dort auch in Afghanistan einsetzen können. Ich erwarte, dass Sie dazu Stellung nehmen und dass Sie dazu Stellung nehmen, warum Sie vor einem Jahr noch erklärt haben, dass in Afghanistan auf Verhandlungen gesetzt wird. Jetzt redet keiner mehr von Verhandlungen. Sie reden nicht von Verhandlungen, niemand redet von Verhandlungen. Ohne Verhandlungen werden wir alle Ende des Jahres 2014 dastehen, wo wir heute stehen, wo wir vor zwei Jahren, vor fünf Jahren gestanden hätten. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, die beide schrecklich sind, die beide schlimmer sind als die jetzige Situation. Entweder es gibt wieder einen fürchterlichen Bürgerkrieg in Afghanistan oder der Krieg wird verlängert, der NATO-Krieg dauernd an. Ich erwarte, Herr Minister, dass Sie zu all diesen Fragen hier im Parlament Stellung nehmen. Ich und die deutsche Bevölkerung erwarten das von Ihnen. Konsequent muss nicht nur sein, die 47 Punkte umzusetzen, die ich auch mittrage, die der Untersuchungsausschuss beschlossen hat, die in dem Bericht stehen, sondern konsequent muss auch sein, neben diesen vielen anderen Konsequenzen, dass die
Mitarbeiter und Mitarbeiter, dass die, die so versagt haben, bei Verfassungsschutz, bei den Polizeien, dass die ausgetauscht werden und nicht weiter da arbeiten können, wo sie dieses Versagen gezeigt haben. Es ist doch absurd, etwa den Kriminalkommissar, der maßgeblich an dieser Analyse mitgewirkt hat, den weiter zu beschäftigen an derselben Stelle oder seine Leute, die ihm geholfen haben. Herr Kollege, Sie. Es kann nicht sein, dass diese Versager einfach weitermachen. So können wir den Menschen in Deutschland und Wien nicht mehr Sicherheit vor rechtsextremistischem Terror versprechen. Und warum reden Sie eigentlich heute hier nicht, Frau Bundeskanzlerin, warum reden Sie nicht, wo es um Ihr Handy geht? Um Ihre Aufgaben des Schutzes der deutschen Bevölkerung vor Abhören, millionenfachen Abhören und Abfangen der Telekommunikationsbeziehungen. Warum ducken Sie sich weg und machen in Ihrer anderen Rede so eine kleine Andeutung und sitzen jetzt hier und hören sich das an? Das ist nicht mutig. Ich hatte was anderes von Ihnen erwartet. Ich habe ein fundamentales Interesse, diese parlamentarische Demokratie zu dem zu machen, was wir in der Schule, in der Universität gelernt haben. Nämlich, dass es drei Gewalten gibt in diesem Staat, in diesem Gesellschafts-, in diesem Rechts- und Regierungssystem. Drei Gewalten, und die höchste Gewalt ist der Souverän, das Volk, und wir, die Abgeordneten, vertreten das Volk und sollen die Meinung des Volkes im Parlament zur Geltung bringen. Und wir sollen die Regierung kontrollieren. Da sind wir beim Thema des letzten Aktuellen Stunde vorhin. Und da sage ich, diese Demokratie funktioniert nicht, wie sie soll. So, Sie haben es gemerkt, wir sind beim Punkt Christian Ströbel im Bundestag angekommen. Und bevor ich die nächsten Rednerinnen auf die Bühne bitte, die dringende Ermahnung, sich an die Zeitvorgaben zu halten. Wir sind deutlich drüber und deshalb, na doch, es macht doch was, weil die einen oder anderen dann sicherlich keine Aufmerksamkeit mehr kriegen, die am Ende auch noch alle kommen. Also, ich bitte auf die Bühne die Mitarbeiterinnen oder drei davon von Christian Ströbel aus dem Bundestag. Das sind Dani Bergmann, Jule Venus und Katrin Schmidberger. Letztere hat ganz besonders was mit Christian Ströbel gleich. Sie hat auch einen Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg direkt gewonnen. Nicht für den Bundestag, sondern im Abgeordnetenhaus. Und wo wir jetzt schon so viele Grüne auf dem Podium haben, eine kurze Gegendarstellung zu Herrn Wieland. Diese Veranstaltung ist sehr wohl nicht nur von der TAZ, sondern auch von den Grünen mitorganisiert. Und vielen Dank dafür. Ja, schönen guten Abend erstmal. Also wir sind Dani, Katrin und Jule. Ja, und wir stehen hier heute stellvertretend für das ganze Bundestagsteam von Christian Ströbele. Wobei, ich muss dazu sagen, es ist mehr als ein Bundestagsteam, denn eigentlich ist es für uns eine Bundestagsfamilie gewesen, so haben wir es immer bezeichnet. Einige von uns waren fast 20 Jahre für Christian tätig, und für Christian zu arbeiten, das war nicht einfach nur ein Job. Das war eine einzigartige Zeit, die uns alle sehr geprägt hat, persönlich und politisch, und sie hat uns sehr zusammengeschweißt, auch über die Zeit des Bundestags hinaus. Und jetzt ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, all die verschiedenen Facetten von Christians Zeit und Wirken im Bundestag hier innerhalb von 5 Minuten zu beleuchten. Wir wollen uns sputen. Wir wollen trotzdem versuchen, mit ein paar Anekdoten die gemeinsame Zeit ein bisschen Revue passieren zu lassen. Nicht nur politisch und parlamentarisch, sondern vor allen Dingen auch persönlich. Und das heißt, es wird ein kurzer allgemeiner Streifzug durch seine Wahlkreisarbeit, seine parlamentarischen Themen, die extrem vielfältig waren. So von der Innenpolitik, den Geheimdiensten, der Rechtspolitik, Fragen der sozialen
bis hin zur internationalen Gerechtigkeit und Friedenspolitik und den Regionen, die ihm besonders am Herzen lagen, Afghanistan, Latein- und Mittelamerika und Ostafrika. Mit genau der gleichen Leidenschaft, wie er für seine Themen und Überzeugungen gekämpft hat, hat er sich auch um seinen Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Ost gekümmert. Hier, also gleich um die Ecke, war sein politisches Zuhause, hier war seine grüne Bezirksgruppe und vor allem die Menschen, denen er sich besonders verpflichtet gefühlt hat. Und jahrelang war er sogar in ganz Berlin unendlich viel unterwegs. Es gab keine Demo, keinen 1. Mai, keine Hanfparade, kein Nachbarschaftsfest ohne ihn. Sobald irgendwo irgendjemand festgenommen wurde oder es Randale gab, war Christian mitten im Geschehen und hat zwischen den Leuten und der Polizei vermittelt und das sogar oft mit Erfolg. Auch manche Vermieter, die Mieterin oder an der Bäckerei oder Kita kündigen wollten, konnte er durch seine vermittelnde Art, aber auch klare Sprache umstimmen. Kein Problem war für ihn zu klein, ob die quietschende U1 am Lausitzer Platz oder der ungeräumte Radweg durch den Gleisdreieckpark im Winter. Er hatte immer ein offenes Ohr für alle und hörte den Menschen zu und bot vor allem seine Hilfe an. Ja, und die Wahlkämpfe nicht zu vergessen, Katrin. Genau, die Wahlkämpfe. Da erinnere ich mich besonders an die Touren mit ihm im Fahrrad. Dabei haben wir unendlich viele Kilometer zurückgelegt und sein Fahrstil, nicht nur mit dem Rad, sagen wir es mal so, war flott. Sogar so sehr, dass einmal ein Bürger ihm wütend die Wählerschaft per E-Mail kündigte, weil Christian viel zu schnell gefahren war. 2002 machte er sogar Wahlkampf mit gebrochenem Arm und stieg trotzdem auf die Leiter. Ja, manchmal hatten wir auch ein bisschen Angst um ihn. Und man musste ihn nicht selten aus der Menge ziehen, weil ständig irgendjemand ein Selfie mit ihm machen wollte und das galt für jung wie für alt. Besonders viel Freude hatte Christian auch beim Verteilen der Bürgerinnenbriefe, die er regelmäßig an seinen Wahlkreis schickte, nicht nur im Wahlkampf. Bei den Hochhäusern in Friedrichshain und Prenzlauer Berg-Ost, am Platz der Vereinten Nationen zum Beispiel, da gibt es diese langen Reihen von Außenbriefkästen. Und da bekam er immer ganz leuchtende Augen, wenn wir die alle bestückten und er mit den Anwohnerinnen ins Gespräch kam. Und obwohl viele überwiegend dort die Linke gewählt haben, gaben sie am Ende jedoch Christian ihre Erststimme. Christian war für die Leute ein ehrlicher, wirklicher Volksvertreter wie aus dem Lehrbuch. Und ich finde, er hat für uns Politikerinnen Maßstäbe gesetzt. Ja. Und das zeigte sich auch ganz besonders in kleinen Details, also zum Beispiel im Umgang mit Bürgerinnenbriefen und Mails. Und ich erinnere mich, wenn wir meist auch nach langen Arbeitstagen uns nach Hause verabschiedeten, dann saß Christian häufig noch bis spät abends im Büro und beantwortete dann echt akribisch Bürgerinnen-Mails. Und davon bekamen wir wirklich unendlich viele. Und selbst die, die massiv beleidigend verfasst waren, die hat Christian mit Engelsgeduld sachlich konstruktiv beantwortet. Und am Ende haben sich dann sogar einige, haben nochmal zurückgeschrieben, haben sich bei ihm bedankt und sogar entschuldigt. Aber nicht nur Mails hat er abends beantwortet, er saß auch bis spät über seinen Akten, entweder für die Geheimsitzungen des PKGR, also des Parlamentarischen Kontrollgremiums, die verschiedenen Untersuchungsausschüsse, in denen er Mitglied war und zum Beispiel auch in der Zeit der Eurokrise, arbeitete er sich selbst durch die Berge von Unterlagen. Also er wollte selbst ganz genau nachvollziehen, wie das mit dem ESM, dem EFSF alles sich darstellte. Was er noch machte gerne abends war, er kommentierte unsere Unterlagen, die wir tagsüber vorbereitet hatten in Sitzungswochen, Anträge, kleine Anfragen, Reden. Und das machte er nicht digital, sondern analog. Dann nahm er immer seinen Füller, wir hatten das vorher ausgedruckt, und kommentierte dann mit seinem Füller. Das war für uns eine Riesenherausforderung, dann zu entziffern, was er eigentlich da angemerkt hatte. Fragen konnten wir ihn dann meist gar nicht mehr, denn er saß schon wieder im Plenum, bei der Fragestunde oder im Untersuchungsausschuss, der nicht selten bis nach Mitternacht tagte. Ja, das stimmt, das ist wirklich wahr. Und erstaunlich war auch, dass Christian später auch, vor allen Dingen in den letzten beiden Wahlperioden, war ja schon etwas älter, und dann kam zeitweilig auch noch die Krebserkrankung hinzu, dass er trotzdem dieses ungeheure Pensum absolvieren konnte. Und er saß und er war mit so viel Werf dabei, und je mehr Termine er am Tag hatte, desto besser gelaunt war er, desto besser war die Stimmung und desto motivierter und zufriedener war er. Und das war total beeindruckend.
Ja, und das war auch wirklich so bis zu seinem letzten Tag als Abgeordneter. Was ich auch noch ziemlich wichtig finde, das haben andere hier auch schon gesagt in ihren Reden, dass Christian sich in all den Jahren seine Unabhängigkeit bewahrt hat, politisch, aber eben auch in der Fraktion. Das ging natürlich einerseits durch das Direktmandat, aber andererseits eben auch, weil er dann keine politischen Spitzenämter mehr anstrebte und sich einfach nicht vereinnahmen ließ. Und ich würde sagen, gerade deswegen war er auch so durchgängig gefragt. Also über zu wenig Presseanfragen konnten wir uns jedenfalls nicht beschweren, ganz im Gegenteil. Das ist dann natürlich immer besonders viel geworden im Zusammenhang mit besonderen Ereignissen, also zum Beispiel den Snowden-Besuch in Moskau oder mit den vielen verschiedenen Untersuchungsausschüssen, auf die ja Christian auch nicht unerheblichen Einfluss hatte, also zum Beispiel 2006, als er den BND-PUA, das ist das Kürzel für Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, quasi initiierte, oder auch 2013, da werden sich Wolfgang Wieland und andere noch erinnern, als er ein eigenes Ströbele-Sondervotum zum grünen Sondervotum des PUA-NSU 1 verfasste, denn das war ihm zu soft, er wollte Klartext reden und ich zitiere, er sagte darin, deutsche Sicherheitsbehörden waren auf dem rechten Auge blind und nahmen die Gefahr des Rechtsextremismus nicht ernst, viel schlimmer noch. Es gibt dort Anzeichen für fremdendiskriminierende, rassistische Vorurteile und verbrämten institutionellen Rassismus. Zitat Ende. Ja, also sagen, was ist, das war Christian. Ja, und ich möchte zum Schluss noch ein ganz paar Worte zu Christian als Chef sagen. Das liegt mir, das liegt uns allen am Herzen, das nochmal ganz besonders zu unterstreichen. Also Christian hat uns immer auf Augenhöhe betrachtet und fair behandelt und mit uns gesprochen. Er legte immer Wert auf unsere Einschätzungen und er war nie arrogant oder cholerisch. Ein bisschen grantig wurde er allenthalben mal nur, wenn die Technik versagt hat. Also mit seinem Laptop stand er des Öfteren auf Kriegsfuß. Außerdem hat er uns in unseren eigenen Wegen immer sehr bestärkt und gefördert. Und er hat uns dann auch regelmäßig mit selbstgebackenen Pflaumenkuchen und Christstollen versorgt. Er war dann aber genauso erfreut, wenn wir ihm mal unsererseits eine etwas Abwechslung von seiner doch sehr spartanischen Mahlzeiten, die in der Regel aus Milch, Zwieback und Kakao bestand, wenn wir ihn davon etwas ablenken konnten, indem wir mal einen Milchreis oder Teilchen mitbrachten, die mochte er auch ganz gerne. Und in schöner Erinnerung blieben auch immer die Momente, wenn wir etwas mehr Ruhe hatten und etwas Luft war, dann setzten wir uns zusammen und Christian hat aus seinem Leben erzählt und verschiedenste Anekdoten aus seinem bewegten Leben mit uns geteilt und das war immer sehr amüsant und wir haben immer sehr viel gelacht mit ihm. Und ja, übrigens, kleine Reparaturen, wir hatten gerade davon gesprochen, ein Vorredner, hat er dann auch im Bundestagsbüro immer selber durchgeführt. Er hatte immer einen Hammer parat, sehr zum Leidwesen derjenigen, die Möbel gestellt haben, denn mitunter ging auch mal was kaputt dabei. Naja. Wir sind jedenfalls unglaublich froh und dankbar, dass wir ihn ein Stück seines Weges begleiten durften und konnten. Und er hat uns geprägt, politisch und persönlich. Und dafür danken wir dir von Herzen. Danke, lieber Christian. Vielen Dank, lieber Chef. Du wirst uns allen fehlen. Es gab Zeiten, da redeten alle über den Atomausstieg, aber auch über das Dosenpfand. Und es gibt einen Grünen, der beides durchsetzte. Er hat auf fast allen politischen Posten und Positionen gearbeitet, die es so gibt, Landtagsabgeordneter und Landesminister, Bundestagsabgeordnete und Bundesminister und bei den Grünen Bundessprecher und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Für bestimmte politische Kreise und Medienvertreter war er ein gern genommenes Hassobjekt. Aber das hat er meistens ziemlich cool weggesteckt. Und jetzt bin ich gespannt, was er Cooles zu Christian Ströbele sagt. Jürgen Trittin.
Liebe Bascha, liebe Juliane, liebe Freundinnen und Freunde, danke für diese Feier. Aber ich glaube, zu Christian und gerade angesichts seines Todes kann man nichts Cooles sagen. Man vermisst ihn. Ich erinnere mich an viele Sitzungen der sogenannten parlamentarischen Linken, die nie beendet wurden, bevor nicht Hans Christian das Wort ergriffen hat. Es gab keine wichtige Frage, ohne dass er einen Beitrag gegeben hat. 1975 hat Hans Christian für den Satz, liebe Genossinnen und Genossen, ist er aus der SPD ausgeschlossen worden, weil er sich parteiisch gemacht hat für seine Mandanten. Und ich erwähne das an dieser Stelle, weil die Grünen haben sich nicht nur gegen Parteien gegründet, die damals alle für Atomraketen und alle für Atomkraft waren. Die Grünen waren auch eine Antwort auf den Abbau demokratischer Rechte im deutschen Herbst. Und mit Christian haben wir einen Aufklärer verloren. Christians Verständnis von Gerechtigkeit stammte nicht aus einer verkopften, abstrakten Gesellschaftsutopie. Sie knüpfte an dem wirklichen Menschen und seinen unveräußerlichen Rechten. Das war der Grund, warum er, wie Katrin und ihre Kollegin eben geschildert haben, bis in die tiefen Nächte in den Untersuchungsausschüssen und im parlamentarischen Kontrollgremium war. Das war der Grund, warum er die Schicksale von Murat Kurnaz und Khaled Al-Masri, die Opfer des War on Terror waren, öffentlich gemacht hat. Sein Einsatz für Edward Snowden führte ihn bis Moskau. Und so wurde Hans Christian eine Institution des Bundestages. Ich finde, der deutschen Demokratie fehlt der Aufklärer Ströbele ganz schmerzlich. Und es ist ein Paradox. Er kam aus der außerparlamentarischen Opposition und doch war er ein überzeugender und vorbildlicher Parlamentarier. Wenige meiner Kolleginnen und Kollegen nutzen das Instrument der mündlichen Anfrage, der Kurzintervention so fleißig und gekonnt wie er. Seine Präsenz im Plenum war die Freude jeder parlamentarischen Geschäftsführung. Seine Reden aber waren es nicht immer. Denn die Interventionen lagen, ihr habt ein paar davon gesehen, nicht immer auf der Linie der Fraktionsführung. Aber in einem Punkt war Christian beharrlich und erfolgreich. Er erzwang nicht nur eine Debatte zum Kosovo-Krieg. Für ihn war klar, existenzielle Fragen müssen im Parlament diskutiert werden. Und dafür sorgte er. Das hat ihm viermal das Direktmandat gebracht, das erste Mal mit dem Satz Ströbele wählen, Fischer quälen. Ich weiß aus eigenen Gesprächen mit Joschka, dass er sich gequält gefühlt hat, aber am Ende doch stolz drauf war. Ja, Gerechtigkeit war für Christian nie eine Frage von individuellem Schicksal. Sie war immer auch globale Gerechtigkeit. Deswegen war er Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Deswegen war er lange Ausschuss im Auswärtigen Ausschuss. Er war Internationalist, wie Gabi gesagt hat, kein Pazifist. Sie hat die Beispiele hier genannt. Manche haben ihm versucht, dafür das Etikett des Anti-Amerikanismus anzuhängen. Historische Wahrheit aber ist, dass auf dem lateinamerikanischen Kontinent die Freiheit und die Demokratie gegen die USA erkämpft werden müssten. Und dieses Wissen hat ihn misstrauisch gemacht gegenüber so mancher Kriegsbegründung. Und auch sein Kampf gegen Bush-Irak-Krieg trug ja mit zu seinem Mandat bei. Und ja, da waren wir anfangs unterschiedlicher Auffassung. Aber er war konsequent in seinem Engagement gegen den Krieg in Afghanistan. Und wenn heute der neue Bundestag einen Untersuchungsausschuss und eine Enquetekommission aufstellt, um diese Vorgänge untersuchen zu lassen, dann ist das auch Verdienst und Erbe der Arbeit von Hans-Christian Ströbele. In einem Punkt bin ich ziemlich sicher, werden ihm beide Ausschüsse recht geben.
Selbst die, die beim Beginn des Krieges für den militärischen Sturz des Taliban-Regimes waren, müssen heute festhalten, weil die Allianz zu spät abzog, musste sie überstürzt fliehen und landete im Chaos. Hans Christian war von Anfang an gegen diesen Krieg. Als Schröder das mit der Vertrauensabstimmung verband, stimmte er mit Nein. Aber er verhinderte gleichzeitig, dass Rot-Grün darüber die Mehrheit verlor. Die CDU sollte von seinem Nein nicht profitieren. Für ihn gab es keine Äquidistanz zwischen links und rechts. Ja, wir Grünen als Partei haben einen großen Grünen verloren. Hans Christian war überzeugter Grüner. Und so individuell und unverwechselbar, wie er war, er hat sich auch oft in die Pflicht der Partei gestellt. Er wusste, dass es anderer Mehrheiten bedürfte. Er war in der schwierigen Zeit nach 1990 einer unserer Vorsitzenden. Aber er wusste eben auch, dass man Mehrheiten nur mit Mehrheiten verändern kann. Er war ein Regierungslinker, ohne je ein Regierungsamt angestrebt zu haben. Er war Mitarchitekt der ersten rot-grünen Koalition, übrigens der zweiten im Bundesgebiet nach Hessen und noch vor Niedersachsen. Und sein politisches Wirken, gerade in diesem breiten Bogen, hat wesentlich dazu beigetragen, dass viele Grüne, das Grüne in vielen Stadtteilen dieses Landes, das erringen konnten, was Antonio Gramsci mal kulturelle Hegemonie nannte. Wenn heute in Kreuzberg die Bürgermeisterin schon in zweiter Generation Hermann heißt, dann ist das auch das Verdienst von Hans Christian Ströbel. Deswegen, wir verdanken ihm unendlich viel. Ich verneige mich vor einem ebenso sanften wie beharrlichen Revolutionär, einem linken Grünen, vor allem aber einem großen Menschen, und danke, dass ich hier sprechen durfte. Vielen Dank, Jürgen Trittin, für die bewegende Rede. Wir hatten das Thema Afghanistan schon, dass Christian Ströbele gegen diesen Bundeswehreinsatz gestimmt hat, das wissen alle. Dass ihn aber trotzdem dieses Land extrem interessiert hat und dass er sich dafür engagiert hat, das ist nicht ganz so bekannt. Ich bitte auf die Bühne Christina Ihle, Geschäftsführerin des afghanischen Frauenvereins, mit dem Christian Ströbele in Kabul war. Vielen Dank. Guten Abend. Ich stehe hier für Nadia Nashir Karim, die 30 Jahre lang die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins ist, Christian seit vielen Jahren eng verbunden, heute leider erkrankt ist und nicht selber hier sein kann, aber ihre herzlichsten Grüße schickt und diese Zeilen. Liebe Juliana, liebe Familie, liebe Freunde und Gäste, möge dein Platz grün sein, so sagen wir es in Afghanistan, wenn sich ein Freund auf eine lange Reise begibt und zu Hause bereits schmerzlich vermisst wird. Ich stelle mir dich, lieber Christian, an einem solchen grünen Platz vor, etwa in der blühenden Steppe von Kunduz. Es ist ein Ort voller Licht und Frieden, so wie du ihn dir für diese Welt gewünscht hast und für meine Heimat. Kennengelernt als Mensch und Freund habe ich Christian im Jahr 2011 als Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins, der seit 30 Jahren für Frieden und Wiederaufbau im Land tätig ist, hatte ich das große Privileg, Christian auf eine Reise in meine Heimat zu begleiten. In diesem Jahr reiste Christian anders nach Afghanistan als all die Jahre zuvor. Er reiste ohne Schutz des BKAs, ohne gepanzerte Fahrzeuge oder kugelsichere Weste, ganz zivil, im gewöhnlichen Taxi, gemeinsam mit Katrin Schmidberger und uns als Team. Christian traf Frauenrechtlerinnen, junge Abgeordnete, Regierungsvertreterinnen und Entsandte der afghanischen Zivilgesellschaft. Sein Ziel war, ein ungeschminktes Bild der Lage in Afghanistan zu haben,
Wege für einen nachhaltigen Frieden auszuloten. Keine Mühe, keine Gefahr waren ihm dafür zu groß. Es waren unruhige Tage in Kabul, verschiedene Selbstmordattentate und ein Angriff auf die US-Botschaft hielten die Stadt in Atem. Furchtlos saß Christian mit seinen Gesprächspartnern im Hotel Serena, nur wenige hundert Meter von den Feuergefechten entfernt. Er führte unbeirrt alle geplanten Gespräche. Vor dem Fenster die Detonationen. Im Raum Christian, jeden und jede befragend auf seine sehr eigene Art, ausführlichst, was aus ihrer Sicht die Voraussetzungen für Frieden in Afghanistan seien, was dazu im Land und was dazu international notwendig wäre und welche Rolle Deutschland dazu übernehmen könne. Seine Seele, sein menschenfreundliches Wesen, sein unabhängiger Geist und seine mutige politische Haltung waren in diesen Gesprächen für alle spürbar. Sein Fragestil ermutigte zur Offenheit. Offen räumte Christian bei seinen Gesprächen Fehler in der Afghanistan-Politik des Westens ein. Furchtlos befragte er sowohl Vertreter der amtierenden afghanischen Regierung sowie Vertreter der Taliban, wo sie ihre Fehler sahen und welche Schritte auf allen Seiten notwendig wären, um Afghanistan in den Frieden zu führen. Hoffnung, dass dies gelingen könne, schöpfte Christian aus den Begegnungen mit Jugendlichen, mit Frauenrechtlerinnen oder dem afghanischen Sänger Farhad Dorjah, der bei Konzerten über 60.000 junge Fans singend für Demokratie und Frieden begeisterte. Christian machte sich zum Fürsprecher für über 38 Millionen Afghaninnen und Afghanen und für ihren Traum von Frieden, Sicherheit und gleichberechtigten Chancen auf Bildung, Entwicklung und ein Leben in Würde innerhalb Afghanistans. Lieber Christian, für dein unermüdliches Engagement dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Afghanistan hat mit dir einen wichtigen Freund verloren. Und doch wirkt das, was du für unser Land getan hast, auf vielen Ebenen in deinem Namen weiter. Politisch, aber auch ganz konkret. Als Freund und Unterstützer des afghanischen Frauenvereins hast du im ländlichen Kundus viele Brunnen finanziert. Tag für Tag spenden diese hunderten Familien frisches Wasser und damit Gesundheit. Du hast in unseren Schulen hunderten Mädchen eine gleichberechtigte Bildung ermöglicht und für sie die Voraussetzungen geschaffen, die sie brauchen, um ihre Zukunft bestmöglich auch jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Den unkoordinierten, chaotischen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan im vergangenen Jahr und die ab August einsetzende Entwicklung im Land hast du mit großer Sorge verfolgt, trotz deiner Krankheit und trotz allen Belastungen, die sie dir aufbürdete. Du hast dich unbändig gefreut, als ich dir am Telefon berichten konnte, dass wir weiterarbeiten, unsere Hilfe vor Ort ausweiten und ältere Mädchen, die aktuell nicht zur Schule gehen dürfen, über Homeschooling erreichen können. Für mich und unser Team in Afghanistan bist du, Christian Ströbele John, Dr. Saheb, Ingenieur Saheb Ustad. In deiner geradlinigen Haltung und deinem unbegrenzten Engagement für eine gerechtere, friedvollere Welt bist und bleibst du unser Vorbild und Licht. Lieber Christian, Ruhat Chor Nomot Jovidan Bord, möge deine Seele auf ewig glücklich sein, sagen wir. In tiefer Dankbarkeit für die Begegnung mit dir, für dein Leben und Sein, Nadia Nashir Karim. Christian, wie wir alle wissen, konnte sehr vieles, aber war eben auch so klug, dass wenn er etwas nicht konnte, sich kompetente Hilfe und Unterstützung gesucht hat. Einer dieser Unterstützer war Andi Müller
Magun. Andi Müller-Magun ist Informatiker, seit Ewigkeiten im Chaos Computer Club und schult Menschen bei Fragen von Datenschutz und digitaler Sicherheit. Er hat Christian in Sachen sicherer Kommunikation beraten und war sein Verbindungsmann zu Edward Snowden und zu WikiLeaks. Bitte. Ja, ich habe mich entschieden, über die Aufgabe zu reden, die Christian mir und euch gegeben hat. Es gab da etwas unfinished business sozusagen, etwas, was noch nicht vollendet war. Ich habe ihn zufällig getroffen, das muss so vor anderthalb Jahren gewesen sein, in Moabit am Wasser, wo er ja, an einer Gehhilfe so Übungen machte und wir zufällig ins Gespräch kamen. Wir kannten uns natürlich sehr lang. Und er auf einmal blitzende Augen bekam und sagte, die Reaktion damals, als er die Idee hatte, dass der Deutsche Bundestag als eines der eher höheren Organe eines souveränen Staates einen Zeugen namens Edward Snowden vernehmen wollte, über mögliche Taten eines ausländischen Nachrichtendienstes zu Ungunsten der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu reden, die Reaktion, die er damals bekommen hat, er sagt, das war unglaublich und da muss noch was gehen. So zur Erinnerung, der damalige Präsident des immer noch nicht aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz hat ja Edward Snowden als Verräter bezeichnet. Und das muss man sich in dieser Perspektive mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich war. Die Bezeichnung Whistleblower für Edward Snowden, die ist so ein amerikanischer Begriff und die kommt, das fällt mir übrigens nicht leicht zu sagen, die kommt ja noch aus Friedenszeiten, wo man dann sagt, gut, ein Hinweisgeber, der eben nicht in seiner Hierarchie ein Unrecht adressieren kann und deswegen irgendwie einen anderen Kanal braucht. Wir sind nicht mehr in Friedenszeiten. Wir könnten Whistleblower heute auch bezeichnen als Deserteure, die Informationen mitbringen. Und angesichts der deutschen Geschichte tut es uns, glaube ich, gut, Deserteure gut zu behandeln und ihnen einen Rahmen zu schaffen, wo die Informationen, die sie mitbringen, gewürdigt werden, analysiert werden können. Natürlich muss man auch da kritisch sein. Damit jemand desertiert aus einem Unrechtsregime, muss er da erstmal reinkommen. Und diese Leute haben alle ihre Persönlichkeiten und die Neutralität eines Raumes, eines Freiraums zu schaffen, wo man erstmal sich mit diesen Informationen beschäftigt. Das war auch der Grund, warum Hans-Christian für WikiLeaks, für Publizisten und Journalisten, die eben erstmal den Raum geschaffen haben, um solche Informationen ungefiltert der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit wir uns alle ein Bild davon machen können, das war ihm sehr wichtig. Und das war auch das, wo er Julian Assange und WikiLeaks eine Rolle zugestanden hat. Und nebenbei bemerkt, die Angriffe, die es ja nicht nur gegen Snowden gab, die es auch gegen Hans Christian gab. Er wurde ja in der amerikanischen Presse wurde dann berichtet, nur um es nochmal gesagt zu haben, Edward Snowdens kommunistische deutsche Verbindung mit Terroristen, Terrorismusvorgeschichte. Also die Polarisierung, die Angriffe, die man da erfährt, wenn man sich diesen Apparaten nähert, die war ein Thema und das Thema ist nicht erfüllt. Ich halte mich kurz, um das sozusagen kurzmöglich zu formulieren. Es geht um die Kontrolle der Nachrichtendienste. Es geht um die Frage, kann das Parlament, und die Wahrheit sagen, habe ich auch immer was versucht, aus ihm herauszukitzeln, aus seiner Arbeit, aus dem parlamentarischen Kontrollgremium, aber da war er ganz korrekter Jurist, da gab es nichts. Außer vielleicht mal Andeutung über die Atmosphäre. Aber es war völlig klar, dass entweder es gelingt, dem Parlament die Nachrichtendienste zu kontrollieren, oder es läuft eben andersrum. Und die
Rolle, die Nachrichtendienste auch heute spielen in nicht so friedlichen Zeiten, bei der Frage, wie unabhängig können wir irgendwelche Vorfälle aufklären, wie unabhängig können wir uns ein Bild davon machen, welche technologischen Methoden genutzt werden und welche Interessen dahinter stehen. Da ist eben noch viel zu tun. Und in dem Sinne hat Christian mich deutlich ermuntert, also nicht nur Snowden herzubringen, sondern auch, weil es eben auch so eine interessante Frage war, wie unabhängig sind wir dann? Was heißt denn, dass wir möchten hier einen amerikanischen Deserteur vernehmen und die Amerikaner, die finden das irgendwie nicht gut? Können wir überhaupt für seine Sicherheit garantieren? Er hat ja dafür gesorgt, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ein eigenes Rechtsgutachten gemacht hat zur Frage, können wir denn einem Edward Snowden überhaupt sicheres Geleit gewähren? Können wir ihn als Zeugen hier hinbringen, ohne dass er vielleicht schon im Luftraum oder auf dem Weg weggenommen wird oder irgendetwas passiert? Damit möchte ich eigentlich schließen. Das ist keine Antwort, sondern das ist eine Frage. Und ich bin Hans-Christian sehr dankbar dafür, dass er mir sehr eindeutig gemacht hat, da müsst ihr weitermachen. Und in dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Andi Müller-Magun. Weitermachen, gutes Stichwort für die letzte Rednerin hier heute Abend. Ich darf begrüßen die wunderbare Clara Meyer. Das wunderbar habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das hat Christian Ströbele geschrieben über sie auf Facebook, als er dort eine ungefähr halbstündige ZDF-Doku angepriesen hat, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Die finden Sie in der ZDF-Mediathek. Das ist eine Begegnung zwischen dem schon sehr alten Christian Ströbele und Clara Meyer, der Sprecherin von Fridays for Future hier in Berlin. Christian sagt in der Doku, ich habe durch Zufall in der Taz einen Artikel über Sie gelesen. Und so ist er aufmerksam geworden auf Sie. Und er sagt auch ganz offen, dieser alte Mann, und das ist so wunderbar gegenüber Clara Meyer, dass er viel von ihr gelernt hat, wie wichtig Klimapolitik ist und so weiter. Und das zeigt, wie offen Christian Ströbele war. Aber viel besser kann das noch Clara Meyer erzählen. Vielen Dank. Schön. Lieber Herr Ströbele, vielen Dank nochmal für die Einladung zu Ihnen nach Hause. Ich schreibe Ihnen, weil mich, seit ich mich aktivistisch engagiere, die Frage umtreibt, wie wir als Bewegung in Institutionen und Parlamenten wirken können, ohne unsere Forderungen zu verwässern und uns moralisch korrumpieren zu lassen. Das war ein Brief an Ströbele, den ich 2019 an ihn geschrieben, aber nie abgeschickt habe. Irgendwie schien er mir nicht fertig. Ich wollte so vieles von ihm wissen. Als ich Christian Ströbele im Herbst 2019 kennenlernte, stand ich am Anfang meines aktivistischen Engagements und war extrem beeindruckt von einem Mann, der sich nicht nur all die Jahre seines Lebens engagiert hatte, sondern es mit über 80 Jahren immer noch tat. Das war so ganz anders als meine eigenen Großeltern. Politisch, ja, aber engagiert? Das überließen diese den jungen Generationen. Ströbele aber stand selbst mit Rollator noch auf Demos. Im Gegensatz zu vielen wesentlich jüngeren PolitikerInnen kam er mir aber keineswegs resigniert vor. Nicht im geringsten so, als hätte das eher schleichende Tempo der nötigen politischen Veränderung ihn verdrießlich werden lassen. Er zeigte mir Bilder von sich als jungen Mann auf Demos. Erklärte mir zu meiner Überraschung, dass in der 68er-Bewegung, deren Einfluss ich immer bewundert hatte, wesentlich weniger Menschen auf den Straßen gewesen seien als jetzt fürs Klima. Wir unterhielten uns über die politischen Ziele damals und darüber, dass heute viele linke Themen noch enger im Zusammenhang gedacht werden. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das ist für viele junge Aktivistinnen heute ein und derselbe Kampf. Denn da waren wir uns einig. Bei der Klimakrise geht es auch um seltene, vom Aussterben bedrohte Tierarten. Vor allem aber geht es um globale Machtungleichheiten und Kämpfe für soziale Gerechtigkeit. Diese werden auf den Straßen ausgefochten, danach lediglich in Parlamenten legitimiert oder aber ignoriert. Und trotzdem braucht es auf allen Ebenen, in allen Strukturen Menschen, die sich für die Sache einsetzen.
Das war meine große Frage und bleibt es eigentlich bis heute. Wie schaffen wir es, als junge Menschen nicht von den Institutionen überwälzen zu lassen? Wie bleiben wir uns treu? Mit einer Freundin schaute ich mir nach dem ersten Treffen mit Ströbele alte Reden von ihm an und stieß auf einen Stefan Raab-Remix, Gib das Hand frei, zu einer Rede von ihm und fand ihn neben beeindruckend plötzlich irgendwie ziemlich cool. Wie er sich damals trotz Gegenwind in der Partei öffentlich gegen eine deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg positionierte, wie seine Forderungen damals und heute sich kaum unterschieden und wie er nicht entsprechend anderer PolitikerInnen seine Meinung nach dem richtete, was gerade en vogue war. Wir Klimaaktivistinnen in Deutschland hatten mit unseren Demos und Forderungen zu großen Teilen positive Rückmeldungen bekommen. Im Gegensatz zur 68er-Bewegung wurden wir eher kaputt umarmt, wurde versucht, uns durch falsches Lob den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich wunderte mich, was passieren würde, wenn auch wir nicht mehr diese positive Aufmerksamkeit genießen würden. Und fragte Ströbele das auch. Seine Antwort war simpel: Weitermachen. Als Gruppe zusammenhalten, für das Richtige einstehen, auch wenn es mal keine Aufmerksamkeit von der Presse gibt, mal Spott und Hohn regnet. Seitdem wurde er immer weiter zum Vorbild für mich, sowohl was seinen Ansatz anging, Politik zu machen, der so ganz anders war wie das, was ich kannte, als auch in seinem Fokus auf Kiezpolitik, ohne jedoch je die globale Perspektive zu verlieren. Ich wünsche häufig, ich hätte mich noch getraut, den Brief abzuschicken. Vielleicht hätte ich dann ein kleines bisschen mehr Antworten auf die Fragen, die mich damals schon umtrieben und es eigentlich immer noch tun. Wie kann die Klimabewegung sich weiterentwickeln, anstatt zu ermatten? Wie schaffen wir es, neben der Straße auch in politischen Institutionen präsent zu sein und trotzdem unseren Forderungen treu zu bleiben? Ich schaue auf Ströbeles Weg und sehe einen Pfad, den auch wir gehen könnten. Offen, ehrlich und immer unserem Gewissen treu. Ein Moment bleibt mir sehr prägend in Erinnerung. Ströbele und ich hatten uns auf einem Fridays for Future Großstreik verabredet, weil er schlecht zu Fuß war, wurde er mit dem Auto gebracht. Ich warte auf ihn, alles ist abgesperrt, keiner kommt durch mit einem Fahrrad, geschweige denn mit einem größeren Fahrzeug. Und Ströbele und das Auto nähern sich den Absperrungen. Und so ein Mann vom Sicherheitspersonal versperrt ihm den Weg und sagt, hier kommen Sie nicht durch, mit keiner Genehmigung der Welt. Und der Fahrer des Wagens entgegnet, wir haben Ströbele im Auto. Und der Mann reagiert sofort, öffnet die Absperrung und lässt ihn zur Demo fahren. Auf dem Streik dann kommen überall Menschen in meinem Alter und jünger auf ihn zu, wollen Selfies. Ich erinnere mich an einen Mann, gestützt auf einen Rollator, der doch so eine Kraft ausstrahlte. Der nicht nur in seinem Wahlkreis, sondern in ganz Berlin von jung und alt gekannt und geschätzt wurde, egal ob Menschen die Grünen oder aber linke Politik per se überhaupt gut fanden. Ich hoffe, wie die nächste Generation schaffen es, so beständig politisch engagiert zu bleiben wie er, damit auch wir in hohem Alter mit unserem Fahrrad durch den Kiez radeln können, dann in hoffentlich einer bisschen besseren Welt als der jetzigen. Zerstörung unserer Freiräume nicht tatenlos hinlegen. Expect Resistance. Liebe ich 14 verteidigen, wir bleiben alle.
18:30 war auf der Sitzung von Spremedia. Hey, du weißt schon, dass ich schon... Hey, ich hab's wieder schon verpasst. Und nach der Räumung, wieder ging es mir ein bisschen schlecht. Und dann dachte ich, das passt. Dann fährst du mal weg. Ja, ich hoffe, dass das hier ohne Provokationen abgeht und dass die Demonstration zu Ende geführt werden kann. Es sind sehr viel mehr Leute gekommen, als viele erwartet haben. Ich kann das nicht sagen, aber es sind sicher ein paar Tausend. Und wie wird es ausgehen am Mittwoch, die Räume? Wird Räume geben? Das weiß ich nicht. Viele arbeiten ja noch an Alternativen und wenn man denkt, was das alles kosten soll, dann hätte man schon mehrere Häuser wahrscheinlich dafür kaufen können, um denen hier ein Tauschobjekt zur Verfügung zu stellen. Zum Lautsprecherwagen der Polizei. Wird sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, wird ihre Versammlung hierfür beendet erklärt. Nochmals, kommen Sie unverzüglich zum Lautsprecherwagen der Polizei. Ende der Durchsage, die Zeit 17:39. Dadurch, dass sich der Versammlungsleiter nicht mehr zu erkennen gegeben hat, gehen wir davon aus, dass die Versammlung für beendet erklärt wurde. Sie haben nun die Möglichkeit, sich einzeln bzw. in Kleinstgruppen in Richtung Riga Straße, Richtung Berserinplatz bzw. Riga Straße, Richtung Proskauer Straße zu entfernen. Ich wiederhole. Ich war nicht dabei, aber ich versuche jetzt, die Demonstration zum Ende zu kriegen, jedenfalls eine Weitereskalation zu verhindern. Leider verhält sich die Polizei auch selten dämlich. Also da rufen sie jemanden zum Lautsprecherwagen und da fährt der Lautsprecherwagen weg, ne? Ja. Also den Versammlungsleiter. Und jetzt ist offenbar, ich will mich da erkundigen, die Versammlung aufgelöst. Dann können sie natürlich auch nicht weitergehen. Also es ist irgendwie verhext jetzt. Aber ich bin daran interessiert, dass das irgendwie ruhig hier zu Ende geht. Schlechtes Zeichen auch für den kommenden Dienstag, die heutige Eskalation? Ich hoffe nicht. Also ich will alles dafür tun, dass das nicht der Fall ist. Achtung, Achtung, hier ist die Polizei. Mascha hat das Wort, aber ich fand da gerade in dem Video einen Satz ganz zum Schluss. Ich werde alles dafür tun, dass das nicht der Fall ist, sagt dieser alte Mann, der immer mittendrin ist, immer ganz nah dran, immer dabei. Und wenn wir das heute Abend irgendwann gelernt haben, wow, er war so viel, bei so viel dabei. Ich bin total beeindruckt. Ich wusste viel über Christian Ströble, aber das ging nah, das war angemessen. Mascha. Ja, liebe Juliana, liebe Geschwister von Christian, liebe Freundinnen und Freunde, Weggefährtinnen, Mitstreiterinnen, politische Unterstützerinnen. Wir haben uns an Christian erinnert. Ich denke, diese Erinnerungen werden wir mitnehmen. Erinnerungen an dich, lieber Christian. Es gibt eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir müssen Danke sagen. Danke, dass Sie alle hier waren, diesen wunderbaren, traurigen,
Abend, um das Leben zu feiern, mit uns zusammen verbracht haben. Wir danken Amy Blessmann, Micha Sontheimer, Katrin Schmidberger von den Grünen und natürlich Conny von der Taz, Conny Gellenbeck, die bei jeder Taz-Veranstaltung im Hintergrund alles organisiert. Die vier haben das wunderbar gemacht. Ich danke nochmal allen Rednerinnen und Rednern für die Eindrücke, die sie uns heute Abend gegeben haben. Es ist 21.46 Uhr. Ich glaube, wir sind anderthalb Stunden drüber als geplant. Ich möchte keine von diesen Minuten missen. Danke dafür. Und ich sage einfach mal Danke an Christian Schröbele, dass wir ihn erleben durften. Und wir haben eine Bitte. Sie haben alle auf ihren Plätzen diese Broschüre gefunden. Da stehen hinten drauf so eine Anregung statt Blumen, die man sonst immer in Trauerfällen vorbeibringt. Es gibt vier Initiativen, die wir vorschlagen, dass sie von Ihnen unterstützt werden können, weil sie im Sinne von Christian arbeiten. Das ist die Taz-Panther-Stiftung, das wird Sie nicht überraschen. Die ist super. Das ist der Afghanische Frauenverein, den wir vorhin hier schon gehört haben. Das ist Bisim Kiez, eine Nachbarschaftsinitiative, die sich in Kreuzberg und gegen Vertreibung von nicht nur von Wohnmietern, sondern auch von Gewerbebetreibenden einsetzt. Und das ist Fixpunkt e.V., ein Verein, der sich für vorurteilsfreie Drogenhilfe engagiert. Auch eins der Projekte, die Christian am Herz lagen. Wie Sie denen helfen können, steht hier hinten drauf. Machen Sie es. Genau, es reicht jetzt. Wir haben noch wunderbar Gelegenheit, an der Bar, an den Städtischen, wie auch immer, ein wenig miteinander zu reden, weitere Erfahrungen, Erinnerungen auszutauschen. Nochmal vielen Dank an alle, die hier mitgemacht haben, an die Taz, an die Grünen. Denken Sie an Christian. Vielen Dank. Abend.